Hallo? Jetzt ist laut. Hallo? Jetzt ist laut. Geht so. Jetzt ist es laut. Guten Abend. Laut genug? Es sollte richtig laut sein. Und jetzt? Jetzt? Ist es jetzt laut genug? Können auch hinten alle mich jetzt verstehen? Ja? Ja, guten Abend. Ich heiße euch und Sie ganz herzlich willkommen hier im Saal im Altenberger Hof und auch alle zu Hause an den Rechnern vor dem Livestream. Blei und ich stehe hier für Klimawende Köln. Ha! Danke, die diese Podiumsdiskussion organisiert hat. Bevor es losgeht, möchte ich kurz ein paar Worte zum Hygienekonzept sagen. In dem gesamten Innenraum gilt die Maskenpflicht. Wenn Sie an Ihrem Platz sind, können Sie die Maske ausziehen. Und wenn Sie wieder aufstehen und umhergehen, bitte die Maske wieder anziehen. Ganz vielen Dank. So, und dann kann es jetzt losgehen mit unserer Podiumsdiskussion. Wie können wir die Kölner Energiewende beschleunigen? Und was können unsere Kölner Bundestagskandidatinnen und Kandidaten, was wollen sie dafür tun und was wollen ihre Parteien dafür tun? Als Moderator für den heutigen Abend möchte ich Ihnen Jürgen Döschner vorstellen. Er ist investigativer Journalist, seit 1984 beim WDR tätig und hier offizieller Energieexperte im Hörfunkbereich. Herzlich willkommen. Danke, dass Sie da sind und ich übergebe dann auch direkt an Sie. Und wir freuen uns auf eine angeregte Diskussion. Ja. Herzlichen Dank für die Vorstellung. Ich freue mich auch, heute hier zu sein. Es ist ja Wahlkampf und es ist der Wahlkampf zu einer Wahl, die als Klimawahl gilt. Und manche fragen sich, naja, warum diskutieren wir jetzt hier über ein lokales Energieprojekt, Programm, wo es doch um eine Bundestagswahl geht. Das werden wir gleich von Jörg vom Stein erfahren, welche Bedeutung das oder welche Verbindungslinien es zwischen den beiden gibt. Ich will nur zu Anfang erst einmal das Konzept der Veranstaltung ein bisschen vorstellen, das Programm, das wir vor uns haben und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier. Das Konzept sieht so aus, wir reden ja über das Eckpunktepapier der Rheinenergie und die Initiative Klimawende Köln, die ja dazu geführt hat, dass dieses Eckpunktepapier überhaupt erst entwickelt worden ist. Ein Papier, das erreichen soll, dass Rheinenergie, muss ich glaube ich nicht vorstellen, Rheinenergie, der größte Energieanbieter hier in Köln, seinen Beitrag zur Energiewende leistet und nicht nur leistet, sondern schneller leistet, als es vorher geplant war. Und im Gegenzug dafür sollte dann eben eine Unterschriftensammlung für ein Bürgerbegehren erst einmal auf Eis gelegt werden. Diese Diskussion, die wir heute hier führen, dreht sich also um dieses Eckpunktepapier, weniger um die Frage, ist das generell sinnvoll gewesen, das mit dem Zurückziehen des Bürgerbegehrens oder auf Eis legen oder nicht, sondern es geht eher um die inhaltlichen Fragen. Und deshalb haben wir drei Blöcke, in denen wir das Ganze diskutieren wollen. Einmal der Block Solaroffensive, kann sich jeder was darunter vorstellen, beispielsweise wie bekommen wir mehr Solaranlagen auf öffentliche Gebäude in Köln, auf Schulen, auf Verwaltungsgebäude, aber auch auf Privathäuser. Da gibt es ja die Initiative unter anderem von den Grünen, zu sagen, wir wollen das gesetzlich verpflichtend machen, dass alle Neubauten Solardächer aufs Dach bekommen, ist bisher nicht durchgekommen. Der zweite Block ist die Wärme, ein ganz, ganz wichtiges Thema, das in der gesamten Klimadiskussion nach meiner persönlichen Einschätzung generell zu kurz kommt. Wir reden viel über Mobilität, wir reden viel über Stromerzeugung, aber wie kriegen wir die Gebäude warm? Das ist ein bislang noch nicht zu Ende gedachtes
und schon gar nicht gelöstes Problem. Auch hier spielt die reine Energie natürlich eine große Rolle und dieses Eckpunktepapier. Und der dritte Punkt ist auch hier die Frage der Kohle. Kommen wir nicht dran vorbei, die reine Energie ist auch an Kohlekraftwerken beteiligt, die produziert auch Strom aus Kohle. Und die Frage ist, wie schnell kommt die reine Energie aus dieser Kohleproduktion heraus. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer möchte ich im Schnelldurchgang vorstellen. Ich mache jetzt hier kein Vorlesen von Wikipedia-Einträgen. Die Reihenfolge geht danach nach dem Anfangsbuchstaben, und zwar der weiblichen TeilnehmerInnen, das gebietet die Höflichkeit. Zu meiner ganz Linken, Katharina Dröge. Ach Quatsch, nicht ganz Linken, sondern fast Link. Ja, das war völlig, das Rot hat mich auf die falsche Fährte gebracht. Genau. Katharina Dröge von den Grünen, sie kandidiert auf dem Listenplatz 5, ist seit 2013 schon Abgeordnete, aber im Landtag und sie wollen im Bundestag, und wollen wieder in den Bundestag und werden das ja wahrscheinlich mit diesem Listenplatz auch schaffen. Wir haben auf der rechten Seite Marlene Giesert, sie ist seit einem Jahr aktiv bei Students for Future, quasi eine Partnerorganisation von Fridays for Future aus dem StudentInnenbereich. Dazu muss ich, glaube ich, nicht allzu viel sagen. Daneben Frau Beate Hane-Knoll von der Partei Die Linke, auch sie Kandidatin für den Bundestag in dem Bezirk, in dem ich auch wählen darf, nämlich Leverkusen, Köln, Mülheim. Frau Solbach, da bin ich jetzt aber ganz richtig auf der ganz linken Seite, ist Mitglied der SPD und Direktkandidatin im Wahlkreis 2. Wir haben von der FDP Volker Görzel auf der ganz rechten Seite, das hat ja hier überhaupt nichts mit der politischen Positionierung zu tun. Ich habe das Podium, ja gut, das Podium ja auch nicht besetzt. Die sind Direktkandidat im Bezirk Köln 3. Dann haben wir Carsten Möhring, der ist jetzt schon für die CDU im Bundestag. Danke, Herr Möhring. Für die CDU seit 2017 im Bundestag. Dann haben wir Herrn Steinkamp. Sie sind hier in einer besonderen Rolle, weil Sie immer wieder im Zentrum dieser Diskussion stehen werden als Vorstandsvorsitzender der Rheinenergie AG. Muss ich wahrscheinlich auch nicht weiter vorstellen. Nicht wählbar, genau. Unwählbar. Und wir haben Christian Althoff. Christian Althoff steht da unten, genau, der auch mitdiskutiert von der Initiative Klimawende. Und Jörg vom Stein habe ich gerade erwähnt, noch nicht vorgestellt, ebenfalls von der Initiative Klimawende Köln. Und ich darf direkt an Sie übergeben. Jörg vom Stein wird erst einmal den Rahmen, inhaltlichen Rahmen dieser Diskussion, einen kurzen Impulsvortrag umreißen, so wie wir das dann nachher bei den Blöcken zu den einzelnen Themen auch machen werden. Es gibt kurze Impulsreferate, dann wird hier ein bisschen auf dem Podium diskutiert. Wir wollen aber generell auch, und das ist als Aufforderung gedacht, dass Sie als Publikum sich an dieser Diskussion beteiligen, mit Fragen, mit Meinungen, mit Statements. Wir werden, also alle PodiumsdiskussionsteilnehmerInnen haben die Aufforderung bekommen, ihre einzelnen Statements, sofern es keine Eingangsreferate sind, auf ungefähr eine Minute zu beschränken. Und diese Aufforderung gilt natürlich auch für Sie. Wir wollen eine möglichst lebhafte Diskussion haben. Wir haben hier das Zeitende für die Veranstaltung mit 21.30 Uhr, sehr sportlich. Selbst wenn wir das nicht einhalten, wird es trotzdem gut sein, wenn man sich an diese eine Minute hält. Gut, lange Vorrede, kurzer Sinn. Jörg vom Stein, bitteschön. Ja, schönen guten Abend auch von mir. Also ich höre mich noch nicht. Ah, das muss einmal den Sender hier, so Knopf da oben drauf. Da. Okay.
Ah ja, wunderbar. Ja, schönen guten Abend auch von mir im Namen der Klimawende. Und ich darf jetzt ein bisschen mehr erzählen. Ich habe ein bisschen mehr Zeit als eine Minute, aber werde mich auch versuchen, kurz zu fassen. Ja, die Klimawende ist, denke ich, im Saal größtenteils bekannt. Wir sind eine Bürgerinitiative und haben ein Bürgerbegehren erstmal durchgeführt, beziehungsweise Unterschriften für ein Bürgerbegehren gesammelt. Das haben wir auch geschafft. Wir haben 30.000 Unterschriften trotz Corona-Zeiten innerhalb von einem Jahr sammeln können. Und zwar für die Fragestellung, wir wollen den Strom in Köln klimaneutral bis 2030 erreichen. Und zwar, es geht um den Strom von der Rheinenergie. Das ist natürlich eine sehr verkürzte Fragestellung. Das ist halt in dem Bürgerbegehrensverfahren einfach so bedingt. Da kann man mit der Unterschrift nur so eine kurze Fragestellung abhaken. Trotzdem war es immer klar, dass wir als Bürgerinitiative auf einem möglichst breiten Konsens aufbauen wollen. Und so haben wir es auch begrüßt, dass auf Initiative der Grünen es zu einem Mediationsverfahren mit der Rheinenergie kam. Dieses Mediationsverfahren, fand ich, ist auch auf einem hohen Niveau gewesen. Herr Steinkamp war dabei. Es war der Leiter vom Wuppertal-Institut, Manfred Fischedick, einmal als Mediator, aber eben auch als wissenschaftliche Begleitung dabei. Und entstanden ist dabei dann ein Eckpunktepapier. Dieses Eckpunktepapier hat 23 Seiten und wird jetzt in Auszügen auch mal Thema des Abends werden, werden wir aber hier natürlich nicht in alle Tiefe bringen können. Der Ablauf ist, dass wir dieses Eckpunktepapier über einen Ratsbeschluss vom Rat beschließen lassen. Daran arbeiteten gerade einige Verwaltungsmitarbeiter, unter anderem der Herr Wolfgram, der auch an dem Verfahren beteiligt war, und wandelt das in einen Ratsbeschluss um. Sollte es diesen Ratsbeschluss dann bis zu diesem Jahr, bis zum Ende dieses Jahres geben, werden wir diese 30.000 Unterschriften auch nicht einreichen. Das ist Teil der Vereinbarung. Zu der Vereinbarung muss ich ganz klar sagen, wir als Klimawende sind damit auch nicht wirklich zufrieden. Wir sind angetreten, dass wir gesagt haben, wir wollen uns an das Paris-Abkommen halten, wir wollen das 1,5-Grad-Ziel einhalten. Und vielleicht war der ein oder andere von Ihnen im Januar letzten Jahres auf unserer Einführungsveranstaltung, da haben wir ja begründet, auch wissenschaftlich begründen lassen, warum es dieses 1,5-Grad-Ziel, warum uns das so wichtig ist. So, und mit dem Eckpunktepapier ist es schwerlich möglich, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten, genauso wie mit dem Wahlprogramm von allen Parteien, die hier am Tisch sitzen, inklusive den Grünen. Das heißt, zufrieden sind wir damit nicht. Trotzdem haben wir uns darauf eingelassen. Und da will ich auch zwei, drei Gründe nennen, warum ich jetzt auch aus persönlichen Gründen dem zugestimmt habe. Zum einen ist es so, dass wir unser Bürgerbegehren auf den Strom ausgelegt haben. So, die Vereinbarung sieht aber vor, dass wir bis 2035 klimaneutral werden bei den Produkten der Rheinenergie, und zwar sowohl im Strom- als auch im Wärmesektor, das heißt die Fernwärme. Das war auch so ein bisschen die Krux bei der Fragestellung des Bürgerbegehrens, und zwar, dass in Köln natürlich die Wärme ganz eng mit dem Strom verknüpft ist, beziehungsweise umgekehrt. Das heißt, würden wir unser Bürgerbegehren durchziehen und es würde auch wirklich umgesetzt, hätten wir bis 2030 ein Problem mit der Fernwärme. So, das war ein Grund, warum ich mich darauf eingelassen habe persönlich und warum ich mich auch dafür eingesetzt habe, dass das Bürgerbegehren, also das Eckpunktepapier bei der Bürgerinitiative durchgesetzt wird. Aus meiner Sicht haben wir damit auch viel erreicht, wenn wir tatsächlich bis 2035 den Wärmesektor klimaneutral haben, dann haben wir da ein sehr dickes Brett gebohrt, weil aus meiner Sicht ist das technisch wesentlich schwieriger, als den Strom umzusetzen. Das war so ein Hauptgrund. Ein zweiter Grund ist natürlich, dass es wesentlich einfacher ist, mit einem großen Partner an einem Strang zu ziehen, als weiter jetzt dagegen anzurennen. Wichtig ist, dass wir in dem Eckpunktepapier stehen haben, dass die rahmenpolitischen Gegebenheiten erstmal so gesetzt werden muss,
müssen, dass die Rheinenergie überhaupt in der Lage ist, das umzusetzen, das Eckpunktepapier. Und deswegen gibt es in dem Eckpunktepapier auch 3 Szenarien, die auf verschiedenen Niveaus dann hinterher zu einem Ergebnis Klimaneutralität führen. Das erste Szenario wäre eben Status quo. Das heißt, in der Politik bewegt sich nicht viel. Und dann gibt es halt zwar die Initiative von der Rheinenergie, sich trotzdem zu engagieren, aber es wird sich nicht so viel bewegen, wie wir wollen. Ich denke mal, dieses Szenario können wir eigentlich ausschließen. So, es gibt das Szenario 2, konzentrierte Aktion. Und das bedingt eine deutliche Verbesserung der Rahmenbedingungen auf städtischer Ebene. Es bedeutet, dass viele städtische Akteure da mitziehen. Und auch das wäre jetzt noch nicht so das, was wir uns wünschen, sondern wir wünschen uns das Szenario 3, Klimaschutzoffensive. Das bedeutet eine weitgehende Änderung der Rahmenbedingungen, und zwar auf der kommunalen, auf der Bundes-, Landes-, Bundes- und auf der EU-Ebene. Das heißt, das ist das, warum wir uns heute Abend hier auch versammelt haben auf dem Podium, warum wir die Politiker eingeladen haben, dass wir hier hören wollen von den Politikern, was passiert und was werden die Kandidatinnen hier auf dem Podium dazu beitragen, dass wir in dieses Szenario 3 kommen. Szenario 3 würde dann einen wirklichen Schub bedeuten. Ja, Herr Döschner hat das schon gesagt. Wir werden 3 Themenblöcke haben, bei denen der Christian Althoff immer eine kleine Einführung gibt. Und ich hoffe, dann werden wir in eine gute Diskussion kommen. Dankeschön. Das war mein Headset. Ein fulminanter Abschluss. So, jetzt bin ich nicht mehr zu hören, aber ich hoffe, ich war das nicht, oder? Ja, so, jetzt ist mein Mikro wieder an. Herzlichen Dank, Jörg vom Stein. Ich verstehe das ja richtig, dass das eine große Aufgabe für die Rheinenergie ist, Herr Steinkamp. Da sind die ja nicht ganz freiwillig reingeraten. Also diese Initiative treibt sie ja in gewisser Weise. Das Abkommen ist, glaube ich, dieses Eckpunktepapier Anfang Juli unterschrieben worden. Das ist jetzt 2,5 Monate her. Gibt es eigentlich schon konkrete Schritte, die Sie in diesen 2,5 Monaten gegangen sind, in diese Richtung, was von dem, was da drin steht in dem Papier? Ja. Können Sie mich jetzt hören? Ja, prima. Erstmal vielleicht vorneweg, die Rheinenergie hat natürlich durchaus eine Historie, sich im Bereich der Erneuerbaren zu engagieren, und wir haben nicht erst durch die Bürgerinitiative angefangen, aber Sie haben recht, das hat bei uns wirklich nochmal zu einem richtigen Push geführt. Klimawandel ist für uns alle eine der größten Herausforderungen, die wir bewältigen müssen, und insofern waren wir uns auch bei der Zielsetzung an sich total einig auf dem Weg dahin, aber wohl sehr wohl auf unterschiedlichen Pfaden unterwegs, wenngleich auch in dieselbe Richtung. Insofern, natürlich hat Klimawende uns an der Stelle ein Stück getrieben. Ich sage jetzt mal im Nachhinein, ich teile komplett das, was Herr von Stein gerade gesagt hat. Wir können ewig aufeinander einkloppen und sagen, ich habe aber recht. Oder wir können versuchen, tatsächlich auch von Argumenten geführt, bessere Lösungen zu finden. Und zum Glück ist es mit dem Eckpunktepapier als Plan erstmal gelungen, bessere Lösungen zu finden. Das sagen wir inzwischen im Nachhinein auch. Dass das Herausforderungen bleiben, hängt davon ab. Wir sind zwar der größte Versorger, aber wir sind natürlich vielfältig in einem Gesamtsystem. Und das heißt also, die wirklich autarken Möglichkeiten halten sich in Grenzen. Da spielt häufig die Gesetzgebung eine Rolle, da spielt das Förderregime eine Rolle, da spielen am Ende natürlich die Kunden auch eine ganz wichtige Rolle. Also wir können viele Sachen toll finden, wenn die Kunden das dann so nicht hinnehmen oder aus welchen Gründen auch
auch immer das für die nicht attraktiv ist, dann passiert auch nichts. Und insofern war es also gut, dass wir gemeinsam da eine Lösung gefunden haben. Auf Ihre Frage, Herr Döschner, konkret, ja, natürlich haben wir die Hände jetzt nicht in den Schoß gelegt und warten darauf, dass der Rat mal irgendwann das Papier verabschiedet. Also Sie werden wahrgenommen haben, dass wir in der letzten Woche, und das ist auch so ein Thema gewesen, was wir unterwegs miteinander diskutiert haben, dass wir ab 1. Januar unser komplettes Massenkundengeschäft auf Ökostrom umstellen. Das geht natürlich nur mit Zertifikaten. Auch da haben wir untereinander über die Qualität der Zertifikate gesprochen. Also nicht irgendwelche Zertifikate, sondern es muss der Ökostrom auch wirklich physisch entweder in Deutschland entstehen oder nach Deutschland geliefert werden, das dann notifiziert. Also das ist dann schon nicht einfach nur irgendwo Wasserstrom aus Norwegen, der da sowieso schon seit 100 Jahren produziert wird. Also will heißen, das ist eine Maßnahme, wo wir einfach unseren Kunden jetzt sagen, ihr müsst an der Stelle jetzt nicht unbedingt den Versorger wechseln. Da sieht man dann, dass wir natürlich auch als Unternehmen Interesse haben. Aber das jetzt so in der Form en bloc zu machen, ist sicherlich auch eine der Erkenntnisse, die wir haben. Und wir haben natürlich, da kommen wir sicherlich auch noch darauf zurück, wir haben vielfältige technische Entwicklungen, die wir auf der Zeitachse einfach nutzen müssen, um die Klimaneutralität auch im Rahmen der gesetzten Ziele zu erreichen. Und das läuft bei uns zurzeit hinter den Kulissen, was also Investitionen angeht in den kommenden Jahren, also ab 2022 fortfolgende. Da wird unser Investitionsprogramm, da wird unser Reinenergie-Umsetzungsprogramm definitiv anders aussehen. Und das sind Dinge, an denen wir natürlich in der Zwischenzeit weitergearbeitet haben. Also es muss ja auch wirklich was rauskommen und wir wollen das auch so. Ja, vielen Dank. Da haben Sie ja auch schon den Ansatz angesprochen. Sie sagten, Sie sind hier lokal angewiesen, auch auf das, was an Rahmenbedingungen gesetzt wird vom Land, aber auch vom Bund. Da werden wir gleich sicher bei den einzelnen Blöcken zu kommen. Davor möchte ich aber noch Frau Giesert fragen. Sie sind jetzt ja für eine Initiative hier, die mit Ihren Aktionen, mit Ihren Demonstrationen in den vergangenen 2 Jahren für unheimlich viel Druck gesorgt hat. Druck, der vor allen Dingen auf der zeitlichen Schiene ja eine Bedeutung spielt. Also es geht ja nicht nur um die Frage, wie sind die einzelnen Maßnahmen ausgestaltet, sondern wie schnell kommen wir dahin. Wie stehen Sie zu der Klimainitiative Köln und zu diesem Eckpunktepapier, wenn man das in ein paar Sätzen zusammenfassen kann? Reicht Ihnen das an Tempo? Also ursprünglich standen wir als Students for Future definitiv hinter der Klimawende Köln. Allerdings ist das nicht mehr der Fall. Seit die Chance verpasst wurde, ein basisdemokratisches Element einzusetzen, um sowohl die Politik als auch einen großen Energieversorger in die Verantwortung zu nehmen und zusätzlich während der Wahl ein Bürgerbegehren durchzuführen, das jede Wählerin, jeden Wähler und alle Wahlberechtigten einfach dazu bewegt hätte, beim Wählen über Klima nachzudenken. Und das haben wir jetzt einfach verloren. Gleichzeitig ist das Papier einfach nicht hinreichend in keinster Weise. Die Rheinenergie schiebt alle Verantwortung an die Politik ab und sagt, wir wollen, dass ihr uns Rahmenbedingungen schafft, damit wir keine wirtschaftlichen Einbußen haben, damit wir selber nicht so viel machen müssen. Und gleichzeitig gibt es keinerlei festgelegte Emissionseinsparungen. Es gibt nirgendwo ein CO2-Kontingent, was explizit eingespart werden soll. Es gibt keinen Kontrollmechanismus. Und damit hat die Klimawende mit dem Rückzug des Bürgerbegehrens einfach die Unterstützung der Klimagruppen und auch von uns verloren. Und wir werden dementsprechend nicht aufhören, weiter Druck zu machen und darauf eingehen, dass diese Ziele schneller umgesetzt werden, weil was momentan in dem Papier drin steht, dass die Rheinenergie bis 2035 klimaneutral werden will, das ist wirklich ein Wollen, da steht nicht, wir machen das auf jeden Fall, ein Wollen und mit vielen Vorbehalten verknüpft. Das ist sowieso was passieren muss, weil der Stadtrat bzw. die Stadtregierung Köln in ihrem Koalitionspapier festgesetzt hat, dass die Stadt bis 2035 klimaneutral werden soll. Das heißt, die Rheinenergie hat in dem Sinne eigentlich gar keine Zugeständnisse gemacht, sondern setzt nur um, was die Politik sowieso von ihr fordert. Und dementsprechend ist einfach das Papier viel zu gering angesetzt und hilft uns im Klimaschutz viel zu wenig weiter. Vielen Dank. Das
verspricht eine interessante Diskussion zu werden, insbesondere wenn wir dann einzelne Punkte herausgreifen, so wie wir das jetzt machen wollen. Wir kommen damit zu Block 1, zu der Solaroffensive. Dazu gibt es einen kurzen Einführungsvortrag von Christian Althoff. Bitte schön. Ja, guten Abend auch erstmal von mir. Der Block 1 müsste eigentlich nicht Solaroffensive heißen, sondern wie man auf der Folie jetzt hier sieht, für Deutschland eigentlich erneuerbare Offensive. Also nicht nur die Solarenergie muss ausgebaut werden, sondern auch die anderen erneuerbaren Energien. Und auf diesem Diagramm sieht man also links bis 2020, wie sich der Ausbau der erneuerbaren Energien bisher entwickelt hat. Und auf der rechten Seite sieht man dann, wie der Ausbau der erneuerbaren Energien nach der Agora-Energiewende-Studie Deutschland klimaneutral 2045 erfolgen müsste. Deutschland klimaneutral 2045 reicht für das 1,5-Grad-Ziel definitiv nicht. Wir müssten eigentlich 2030 klimaneutral in Deutschland sein. Und diese Ausbauziele würden dazu führen, dass Deutschland den Strom 2030 bei 70% erneuerbare hätte. Und wenn die Rheinenergie klimaneutral werden will in 2035, müsste Deutschland eigentlich auch 2035 100% erneuerbaren Strom haben. Das heißt, die Ausbauziele der Agora-Energiewende müssten sogar noch ein Stück höher gesetzt werden. Aber ich will jetzt gar nicht so stark auf die Höhe eingehen. Wenn man jetzt links sieht, wie sich der Solarzubau entwickelt hat in Deutschland, das ist die gelbe Linie, da sieht man, dass wir in 2010, 11, 12 relativ viel Photovoltaikzubau hatten. Danach ist er rapide zurückgegangen. Das liegt daran, dass das Erneuerbare Energiengesetz damals so angepasst worden ist, dass der Zubau unattraktiv geworden ist. Und damals sind auch in der deutschen Solarbranche über 100.000 Arbeitsplätze verloren gegangen. Man sieht, dass das wieder ansteigt jetzt in den letzten Jahren, aber es ist auf jeden Fall noch nicht bei Weitem da, wo es hin müsste, was die Agora-Energiewende vorgibt. Also Solarenergie muss definitiv mehr Zubau erfolgen, als es bisher der Fall ist. Das hellgrüne ist Windkraftzubau onshore, also an Land. Da sieht man, dass es von 2014 bis 2017 den höchsten Zubau gab und danach ist es halt auch rapide abgefallen, mit einem leichten Anstieg wieder in 2020. Man sieht dann bei der Agora-Studie, dass wir ungefähr wieder dahin müssten, wo wir zu Spitzenzeiten mal waren. Und wenn man 2035 100% erneuerbaren Strom haben möchte, dann müsste man halt entsprechend noch höher. Und das Dunkelgrüne ganz unten, das ist der Zubau an Wind offshore, also auf See. Und da sieht man, dass man 2015 mal bei den 2 Gigawatt war, die Agora-Studie eigentlich in den nächsten Jahren bis 2030 immer so haben möchte. Diese Folie zeigt also, wir brauchen Zubau an Erneuerbaren in allen Segmenten, also nicht nur bei der Photovoltaik, sondern auch bei Wind onshore und Wind offshore. Bei der nächsten Folie, das zeigt jetzt das Ausbau, das erneuerbare Potenzial in Köln. Auf der linken Seite, der grüne Balken zeigt an, was Köln insgesamt für einen Strombedarf hat. Der wird in Zukunft wahrscheinlich steigen, weil die Elektromobilität ja noch elektrifiziert werden soll und die Gebäudewärme soll ja auch elektrifiziert werden über Wärmepumpen. Auf der rechten Seite sieht man dann das Potenzial, was Köln hat. Man kann also erkennen, dass das erneuerbare Potenzial in Köln nicht ausreicht, um den Strombedarf zu decken. Aber dennoch gibt es ein deutliches Potenzial und in der Mitte sieht man halt das, was bisher realisiert worden ist. Also das ist fast nicht so. Orange auf der rechten Seite ist das Potenzial an Aufdach-Photovoltaikanlagen. Das ist mit Abstand das größte Potenzial.
was es in Köln gibt. Und in Gelb da oben drüber, das ist das Potenzial an Freiflächenanlagen, Photovoltaik, das ist halt das zweitmeiste. Dunkelgrün ganz unten, das ist das Potenzial an Windenergie, das ist in Köln nicht so viel. Man muss auch sagen, dass das sind Zahlen vom LANUF, vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz in Düsseldorf, die vor der Abstandsregelung ermittelt worden sind. Also das Potenzial für Wind ist damit dann in Köln auch nochmal gesunken. Und ganz oben ist das, was an Biomasse-Potenzial da ist, und davon ist tatsächlich auch schon ein bisschen was realisiert. Auf der nächsten Folie sieht man dann das, was bisher in Köln zugebaut worden ist auf der linken Seite. Da sieht man, in 2010 und 2011 hatten wir das Maximum mit 9 Megawatt, was pro Jahr zugebaut worden ist. Und der Klimarat der Stadt Köln hat ja ausgelobt, bis 2030 das Ziel, 50% des Photovoltaikpotenzials in Köln zu erschließen. Das würde bedeuten, wir müssen jedes Jahr auf Dachanlagen 240 Megawatt Peak zubauen und Freiflächenanlagen 65 Megawatt Peak zubauen. Das sind in Summe dann ungefähr 300. Und wenn man jetzt mal die maximal 9 nimmt, also 10 rechnet, würde das bedeuten, von dem, was wir in Köln bisher maximal zugebaut haben, wäre das eine Verdreißigfachung von dem, was wir bisher gemacht haben. Und in den letzten Jahren war es ja eher sogar noch weniger. Wenn man von der Hälfte ausgeht, wäre es sogar eine Versechzigfachung. Und ich glaube, das ist allen hier im Raum klar, dass das eine gigantische Herkulesaufgabe ist, die Köln da jetzt in den nächsten Jahren bevorsteht, dieses Potenzial zu erschließen. So, und im Eckpunktepapier wurde an Zubau vereinbart, dass die Rheinenergie bis 2030 200 Megawatt Photovoltaik in Köln zubauen will und nochmal 100 Megawatt erneuerbare Energien bis 2030 außerhalb von Köln. Außerdem unterstützt die Rheinenergie die Solaroffensive, gemeinsam mit der Stadt wird die initiiert. Es soll eine Kampagne von 1,5 Millionen Euro geben und ein Solarberatungszentrum soll auch dieses Jahr noch eröffnet werden. So viel erstmal als Einstieg von meiner Seite. Vielen Dank, Herr Althoff. Ja, ich reiche die Frage einfach mal weiter, Herr Dr. Stein. Das hört sich nicht besonders viel an, wenn in dem Eckepunktepapier steht 200 Megawatt Peak. Es müssen aber 2400 Megawatt Peak dazu gebaut werden. Trauen Sie sich das nicht zu? Na, natürlich ist die Antwort, das würden wir uns ja zutrauen, aber wir haben den Schönheitsfehler, wir sind ja jetzt hier nicht die Eigentümer der Immobilien. Das heißt also, wir reden über Dächer auf Ein- und Zweifamilienhäusern, von Wohnungsgesellschaften, von Mehrfamilienhäusern in Gewerbe und Industrie. Das heißt, wenn wir uns im Eckpunktepapier festlegen, dass wir mal mindestens 200 MW Peak in den nächsten 10 Jahren auf Kölner Dächer bringen, dann müssen wir Leute finden, für die das auch wirklich attraktiv ist. Und das heißt also nicht nur, dass wir das richtig finden, sondern die müssen oder werden jedes Mal die Frage stellen, was habe ich davon? Man hat bei Herrn Althoff ja gerade auch sehr deutlich gehört, wie wichtig Förderbedingungen sind. Bis 2012/13 konnte man über das EEG deutliche Zuwächse sehen, dann sind die Bedingungen verschlechtert worden und schon nimmt keiner mehr sein Dach in die Hand oder stellt das zur Verfügung und nimmt eigenes Geld. Das heißt also, unsere Aufgabe wird sein, tatsächlich also die Rahmenbedingungen so zu nutzen, die Leute, die also Dächer nicht selber investieren wollen, PV auf ihren eigenen Dächern nicht selber investieren wollen, dann mit denen Verträge zu schließen und das zu machen. Das wird aber nicht reichen. Deshalb ist der Rheinenergieanteil, zu dem wir uns verpflichtet haben, natürlich nur ein Teil dessen, was nötig ist, um das Potenzial, was Köln durchaus hat, tatsächlich damit zu füllen. Und das ist ja vielleicht so ein bisschen auch im Moment die gute Nachricht. Die schlechte ist, wir haben viel zu wenig PV auf Kölner Dächern.
Die gute Nachricht ist, das Potenzial ist aber groß. So, das eine ist unser Beitrag. Das zweite ist, dass wir also mit der Stadt, mit der Handwerkskammer zusammen das Thema PV-Beratungszentrum nehmen wollen, um den Leuten einfach zu zeigen, es gibt Möglichkeiten, um ihnen auch die vielen, vielen Förderwege, die also nicht einfach zu erfüllen sind, das sicherlich also auch für den einen oder anderen eine deutlich bürokratische Hürde noch davor, denen diese Hürden wegzuräumen über das Beratungszentrum, um damit eben auch Eigeninvestitionen noch mal massiv nach oben zu drücken. Und Sie werden, glaube ich, sehr schnell nachvollziehen können, der Großteil der Immobilien sind eben nicht wir, sondern andere. Sie haben mich vorhin, Herr Döschner, ja schon gefragt, was tun wir? Wir tun ja trotzdem das, was bei uns im Rahmen der Möglichkeiten geht. Wir haben jetzt eine große ist die erste große Freiflächen-PV-Anlage in Köln, in Weiden, die in Betrieb geht. Das sind 750 kW Peak. Aber man sieht sofort, wie schwierig das ist. Das ist nämlich dann die Konkurrenz zwischen PV auf Freiflächen und Versiegelung. Also auch da sieht man, die Rahmenbedingungen sind schon extrem wichtig, ökonomisch, planungsrechtlich und natürlich von den Gegebenheiten. Denn das haben wir vorhin auch schon gesehen, viel Freiflächen gibt es natürlich in so einer dicht besiedelten Stadt wie Köln per se schon mal nicht. Und da, wo es nicht Grünflächen sind, konkurriert dann so eine PV-Anlage im Zweifelsfall mit Wohnen und Gewerbe. Also auch das muss alles bewältigt werden. Also der langen Rede kurzer Sinn, wir halten das für ein durchaus anspruchsvolles Ziel, was rein in Energie selber machen will. Wir haben dann auch gesagt, wir legen uns auch fest, dass wir außerhalb von Köln auch noch PV heben. Das sind dann die 100 MW und das zusätzliche Geld. Und wie gesagt, dann geht es darum, auch zu zeigen, anderen zu zeigen, dass es sich für sie lohnen kann. Ja. Machen wir mal die Probe aufs Exempel. Wer von Ihnen, die hier im Saal sitzen, wohnt in einem Haus, egal ob Eigentum oder Eigenfamilienhaus oder Miethaus, auf dessen Dach eine Solarstromanlage installiert ist? Einer? Zwei. Zwei. Ah, hier oben auch. Ja, okay. Stimmt. Drei. Ja, das ist natürlich ein Spiegel dessen, was Sie auch gerade geschildert haben. Und die spannende Frage ist natürlich, wie kommt man als jemand, der Solardächer installieren will, an die Dächer dran, wenn diejenigen, die das Dach besitzen, das nicht machen. Frau Dröge, haben Sie da eine Idee? Also manche Unternehmen haben ja schon Ideen entwickelt. Ja, also erstmal schönen guten Abend auch von mir. Und natürlich ist das ein Stück weit unser Job als Politik auch dafür zu sorgen, dass die PV-Anlagen auf die Dächer kommen. Wenn man sich fragt, warum gab es denn den Einbruch auch bei PV auf den Dächern, dann hat das was auch mit der Bundespolitik zu tun. Und es gibt mehrere Maßnahmen, die man ergreifen kann. Die Ausbauziele sind das eine. Und der Christian Althoff hat ja schon gesagt, die Agora-Studie hat ja eigentlich zu geringe Ausbaupfade. Wir Grünen sagen auch, für PV beispielsweise können das nicht 10 Gigawatt sein, sondern es müssen mit der 20er Jahre dann auch schon 18 oder 20 Gigawatt sein, also einmal die Ausbauziele für Solar deutlich anzuheben. Das zweite ist, wir haben im Bundestag jetzt vor 2 Wochen nochmal den Antrag gestellt, Solaranlagen zum Pflicht zu machen, auf allen geeigneten Neubauten, sowohl privat als auch gewerblich, als auch die öffentlichen, haben CDU und SPD leider abgelehnt. So, das sind Maßnahmen, die kann man ergreifen. Und das dritte ist, Mieterstrom, was natürlich in einer Stadt wie Köln total relevant ist, war bislang unfassbar kompliziert, das muss man vereinfachen. Und das dritte ist, auch für den Bereich der Bürgerenergie, die kleinen Anlagen aus den Ausschreibungen rausnehmen, auch das ist nochmal eine wichtige Maßnahme. Und das vierte ist, einfach die Einspeisevergütung auch nochmals erhöhen. Das ist am Ende die zentrale Frage. Wenn sich das Ganze noch mehr lohnt wirtschaftlich, dann werden es auch mehr Menschen machen. Und das sind alles Maßnahmen, die man sofort ergreifen könnte. Jetzt habe ich über Wind noch gar nicht gesprochen, aber das ist im Bereich Solar und das ist ja für Köln extrem wichtig, sind alles Maßnahmen, die die Bundespolitik morgen machen könnte, einfach ergreifen könnte. Und es ist politischer Handlungsunwille gewesen, dass wir in diese Richtung bislang nicht gegangen sind. Das kann man wählen am 26. September. Also der Ball liegt jetzt bei Ihnen, Herr Möhring. Das Thema beispielsweise Solardachpflicht, warum sind Sie dagegen? Also ich bin nicht unser energiepolitischer Sprecher, der das begründen kann im Einzelnen. Aber grundsätzlich sind wir der Auffassung, dass die Wege, die wir einschreiten müssen, die wir beschreiten müssen, im Wesentlichen durch Anreize und Förderung geschehen müssen. Vor allen Dingen nicht durch Bauvorschriften, die zwingend
die Photovoltaik auf den Dächern vorschreibt. Wir haben bei uns im Parteiprogramm festgelegt, dass wir für diejenigen, die solche Anlagen bauen wollen, zinslose Darlehen bereitstellen, weil wir der Auffassung sind, dass das bei vielen Bestandsbauten die bessere Lösung ist, denn der größte Teil unserer Häuser und Wohnungen liegen im ländlichen Bereich, sind von Eigentümern bewohnt und die brauchen einen solchen Anreiz und die brauchen auch das Kapital, um so etwas zu machen. Mit einer Pflicht zur Bebauung ist man alleine noch nicht am Ziel. Man braucht also Wege, um die Leute zu motivieren, das zu tun. Der zweite Punkt ist, bei der Regelung von Mieterstrom und allem, was da dran hängt, müssen wir flexiblere Lösungen finden. Die haben wir auch zum Teil schon gefunden. Die Möglichkeit, die Selbstnutzung oder den Verkauf an Mieter zu machen, ohne gewerbliche Betätigung aufzunehmen, haben wir deutlich verbessert. Und das ist auch der Weg, den wir weitergehen müssen. Ein Problem oder ein Engpass dabei, der gelöst werden muss, ist die Frage der Netzstabilität, wenn wir in großem Umfang dezentrale PV-Anlagen haben, weil das natürlich immer nur Stromerzeugung ist zu der Zeit, wo wir eben auch Sonnenenergie haben. Und das sind begrenzende Faktoren, sodass wir nicht einfach sagen können, wir erhöhen die Zahl, wir erhöhen die Mengen massiv. Wir müssen auch die Alternativen haben oder die Äquivalente, wenn wir diese Stromerzeugung nicht haben. Das sind alles Faktoren, die man in Übereinstimmung bringen muss. Es gibt auch hier keine Patentlösung, sondern nur Schritte, die unsere Möglichkeiten verbessern, PV-Strom in größerem Umfang in die Erneuerbaren einzubeziehen. Aber bevor wir uns in technische Details verstricken, noch mal zu der Grundsatzfrage. Frau Solbach, Sie haben im Bund oder Ihre Partei hat im Bund diese Solardachpflicht auch abgelehnt. Werden Sie das im künftigen Bundestag, wenn Sie nicht mehr in der Koalition mit der CDU sein sollten, auch tun? Das ist sozusagen inkorrekt, weil sozusagen die SPD hat selbstverständlich, funktioniert das, in der Koalition die Solardachpflicht versucht voranzubringen. Aber wir sind halt mit dem Koalitionsvertrag daran gebunden, immer mit dem Koalitionspartner gemeinsam abzustimmen und sozusagen dort eine gemeinsame Lösung zu finden. Deswegen steht jetzt in unserem Zukunftsprogramm auch wieder drin, dass wir diese Solardachpflicht haben wollen. Aber eben, man muss sozusagen gucken, was man auch durchsetzen kann. Wir haben immerhin noch in diesem Jahr in der EEG-Novelle durchgesetzt, dass beispielsweise es Ausbaumengen für Agri-PV gibt, also ne, das ganze Thema Freiflächen damit sozusagen überhaupt eröffnet wurde im EEG. Wir wollen eben insgesamt den Ausbau der erneuerbaren Energien auf eine andere finanzielle Basis setzen. Wir wollen die EEG-Umlage abschaffen und den Ausbau der erneuerbaren Energien aus Bundessteuern finanzieren, damit man überhaupt sozusagen die finanziellen Mittel hat, um da deutlich mehr Gas zu geben. Und ich fand sozusagen einen Satz von Herrn von Stein besonders wichtig. Das ist sozusagen der SPD auch in besonderem Maße wichtig, nämlich Kooperation ist besser als Konfrontation. Also wir wollen eben auch, wir haben ja, eines der Probleme war ja, dass sozusagen im Ausbau gerade Wind an Land, dass es immer wieder sozusagen auch Bürgerinitiativen dagegen gab. Wir wollen ein Bündnis aller relevanten Akteure sozusagen schaffen, um einen gemeinsamen Plan für den Ausbau erneuerbarer Energien überall voranzubringen. Frau Hane-Knoll, das Potenzial, das haben wir hier an der Grafik gesehen, aber das kann sich eigentlich jeder vorstellen, wenn wir dieses Bild hier gerade gesehen haben, wie viele Menschen in Köln wohnen, die jetzt hier sind und bei denen eine Solaranlage auf dem Dach ist, dann sieht man, das Potenzial ist bei weitem nicht ausgeschöpft. Hat Ihre Partei, haben Sie Ideen, wie man das Potenzial in Köln, in anderen Großstädten mit Hilfe von beispielsweise eben auch anderen Bundesgesetzen besser erschließen kann? Ja, durchaus. Also die Linke ist ja in vielen Dingen mit den Grünen, stimmt mit den Grünen überein, was die Solarpflicht angeht oder wie Frau Solbach das jetzt auch gesagt hat, auch die SPD macht das, möchte es machen. Auf jeden Fall sollte der öffentliche Bereich ja vorangehen. Das ist hier in Köln ja gar nicht geschehen. Also die Linke hatte mal angefragt, Messe, da sind ja Dächer ohne Ende, warum ist da bisher noch kein Photovoltaik drauf? Die Autobahnen, die Wände, der Lärmschutzwände, die könnten bebaut werden. Also viele Dinge, die
eben in öffentlicher Hand sind, sei es Kommune, Land oder der Bund. Und da hätte man schon längst das machen können oder kann es jetzt machen mit Gesetzgebung, ist das durchaus eben möglich. Und ich bin ganz, oder die Linke ist ganz bei Frau Giesert, dass dieses Eckpunktepapier nicht ausreichend ist. Das sehen wir so. Es sollte schon ein bisschen mehr Schwung haben und es ist dringend erforderlich, bis 2035 eben klimaneutral zu sein hier in Köln. Herr Görzel, Sie sind ja auch Vorsitzender des FDP-Stadtverbandes, wenn ich da richtig informiert bin. Nehmen wir mal nur diesen kleinen Aspekt da raus. Das ist ja eine Sache, die könnte man relativ schnell regeln. Warum haben nicht alle öffentlichen Gebäude in Köln eine Solaranlage? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Kann man mich verstehen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wir hatten gerade... Geht nicht. Müssen Sie anmachen? Da ist so ein Knopf. Da muss ein Knopf zum Einschalten sein irgendwo. Ja. Da kommt jetzt technische Hilfe. Oder noch? Hallo? Jetzt. Ah, jetzt. Ja, Technik und Volker sind so zwei Sachen. Ja, ich habe in dieser Diskussion zwei Hütchen auf. Auf der einen Seite kandidiere ich für Berlin, für den Bundestag, aber ich bin auch Mitglied des Rates der Stadt Köln. Das ist ja eben auch schon mehrfach angeklungen. Und wir sind hier natürlich in Köln nicht nur an die Ergebnisse des Papiers gebunden oder werden daran gebunden, sondern müssen jeden Tag Entscheidungen treffen zu PV. Wir hatten vorgestern im Stadtrat zu dem Thema einen gemeinsamen Antrag mit der Linken, man höre und staune, zu einem Ausbau von PV-Anlagen entlang der Autobahn hier in Köln. Und obwohl wir nicht die Mehrheit im Stadtrat haben, haben alle Fraktionen und auch Einzelvertreterinnen dem Antrag jedenfalls insofern zugestimmt, als dass man ihn nicht sofort kaputt macht, sondern in den richtigen Ausschuss leitet. Also das Thema spielt schon eine Rolle. Gleichzeitig ist es so, dass zum Beispiel auf dem Museum Ludwig, ja, ist das Museum Ludwig, eins der größten Museen, die werden gerade überplant, keine Solaranlage installiert werden kann, weil es die Statik einfach nicht hergibt. Also da kommt man sehr häufig vom Hölzchen aufs Stöckchen. Und hier hat die Stadtverwaltung uns eindeutig gesagt, dass es nicht möglich ist, aus statischen Gründen eine Solaranlage zu installieren. Ja, aber Sie kommen mit einem einzelnen Gebäude. Wie viele Schulen gibt es beispielsweise in Köln? Diese werden alle von der Stadt Köln betrieben. Sagen Sie doch mal, warum das so schwierig ist, auf diese Schulen Solaranlagen zu bauen. Es fehlt das Geld. Entschuldigung, wir bekommen ja noch nicht mal in die Schulen Luftfilter gegen Coronaviren. Sie sehen doch, was los ist. 500 Meter von hier werden demnächst 100 Bäume abgeholzt im Toni-Steinstraß-Park, weil die Schulen saniert werden. So ist die Realität. Ja, da wundere ich mich jetzt ein bisschen, aber Ihre Partei war doch diejenige, als diese EEG-Zulagen, als sie die EEG-Förderung noch einen nennenswerten Beitrag brachte, haben Sie gesagt, da finanzieren die Mieter in Neukölln, finanzieren dem Apotheker seine Solaranlage. Man kriegt ja auch Geld dafür. Also das kann ja nicht das Problem sein. Ja, aber ich will jetzt keinen Dialog zwischen uns entspannen. Sie haben mich ja gefragt, warum in Köln auf öffentlichen Gebäuden oder Schulen so wenig Solaranlagen gebaut werden. Weil man nicht rechnen kann. Nee, weil das sozusagen meistens Denkmalschutzfragen sind. Das hat Herr Priggen ja sozusagen klar herausgearbeitet. Was für Fragen? Entschuldigung. Denkmalschutzfragen, weil die meisten, selbst diese üsseligen 60er-Jahre-Gebäude, stehen unter Denkmalschutz. Und deswegen ist dort häufig auf den meisten Schulen das aus Denkmalschutzgründen nicht möglich. Das kommt noch dazu. Herr Steinkamp. Das ist nicht unkompliziert. Herr Steinkamp hat einen sachlichen Beitrag. Also kommt, ja, hoffe ich, dass der sachlich ist. Natürlich, wenn ich vorhin gesagt habe, wir investieren auf fremden Dächern als Rheinenergie, dann haben wir natürlich auch die städtischen Gebäude im Blick. Und alle Einschränkungen, die hier gerade genannt wurden, spielen eine Rolle. Aber wir wissen alle, das schlägt nicht das ganze Thema der öffentlichen Dächer, sondern es gibt natürlich Optionen. Ich könnte jetzt weitere Restriktionen nennen, aber genau das ist das Gute an dem Eckpunktepapier und das genau finde ich
jetzt auch in der Folge, wenn der Rat das so beschließt, wir kriegen eine gemeinsame Zielsetzung und eine Botschaft, wie es gehen könnte. Und dann gibt es schon Akteure, die zumindest in Teilen Beiträge leisten. Also dass der städtische Haushalt jetzt keine freien Mittel hat, um per se mal alle Dächer voll zu pflanzen, weil man das Geld woanders dann wegnehmen müsste, ist, glaube ich, eben einleuchtend. Aber dass man mit einer Rheinenergie ein Unternehmen hat, was durchaus investieren könnte, dazu gibt es, das ist auch keine neue Idee, aber man muss irgendwann auch mal wollen. Und ich verrate jetzt hier kein Geheimnis, natürlich gibt es sowas wie Ausschreibungsregeln. Wenn eine Stadt Köln ihre Dächer erstmal europaweit ausschreiben muss, dann bin ich schon mal nicht mehr so ganz sicher, ob wir dann per se der Richtige sind. Aber es gibt auch dafür natürlich Lösungen. Und wie gesagt, man muss das wollen. Und ich glaube, dafür ist das Eckpunktepapier erstmal ein ganz, ganz wichtiger gemeinsamer Schritt. Und über das Monitoring werden wir dann sehen, ob was geht. Also ich glaube daran, da geht was auf öffentlichen Dächern. Frau Giesert, ist das... Sie haben ja jetzt auch die Diskussion verfolgt. Ist das für Sie ambitioniert genug? Ist da genug Fantasie? Ist da genug Druck dahinter, um das, was Sie sich unter einer Klimawende vorstellen, durchzusetzen? Jetzt nur mal konkret an dem Beispiel Solaroffensive. Tatsächlich ist das eine sehr schwierige Frage, weil es wurde jetzt gerade nur von Dächern geredet, aber das größere Problem an der Sache sind eigentlich die Menschen, die diese Solaranlagen bauen. In Köln fehlen ungefähr 1.000 Fachkräfte, die diesen Ausbau vornehmen können. Sprich, wenn jetzt gesagt wird, ja, ich hätte gerne eine PV-Anlage auf meinem Dach, wie lange warte ich darauf? Ja, bis dahin ist die Klimawende schon an uns ist schon vorbei. Dann haben wir 2050 und können den Ausbau nicht durchführen. Und da fehlt es an einer groß angelegten Offensive, dass dieses Handwerk gestärkt wird. Und es ist nicht nur das, also vorhin ist kurz angeklungen, das EEG-Gesetz, weil es gibt nicht nur Ausschreibungen im Sinne von, wer kann es am billigsten bauen, sondern auch, wie viel wird gebaut. Und warum gehe ich als Bundesregierung hin und deckel die Megawatt und Gigawatt? Die Ausbaumenge, ja. Genau, deckel die Ausbaumenge. Warum muss ich mich dafür bewerben, dass ich eine Photovoltaikanlage auf mein Dach stelle, nur damit die Bundesregierung im Endeffekt sagen kann, nee, das ist uns jetzt ein bisschen zu viel, dann verlieren ja unter anderem Kohleunternehmen, können nicht mehr einspeisen, dann geht ja der Kohleausstieg viel zu schnell und das wird dann gedeckelt ab einem gewissen Ausbau. Wir sagen, okay, wir wollen nur noch 10 Gigawatt Peak im Jahr ausbauen, das ist viel zu wenig, das haben wir vorhin in der Grafik gesehen. Und da müssen diese Deckelungsverfahren müssen weg, die Ausschreibungsverfahren müssen weg, jeder muss in das öffentliche Netz einspeisen können, jeder muss seinen Strom selber benutzen können und es braucht Fachkräfte, die diese Photovoltaik ausbauen können. Das alles brauchen wir jetzt in dieser Legislaturperiode und wenn das nicht umgesetzt werden kann, dann werden wir vor einem riesigen Problem stehen, das wir innerhalb der nächsten 20 Jahre nicht lösen können. Also ein Entfesselungsprogramm für die Solarindustrie oder für die Photovoltaik, wird sicher Herr Möhring zustimmen. Eine Gelegenheit jetzt vielleicht mal bei Ihnen im Publikum nachzufragen, ob es Meinungen dazu gibt. Sie haben ja gerade zumindest bei dem einen oder anderen Beitrag engagiert geklatscht oder eine Frage auch an das Podium hier haben. Bitte sehr. Das Rote Kreuz hat einen Neubau gemacht in Köln mit riesigen Flachdachflächen und die wurden nicht mit Solar besetzt. Eine Gesetzgebung würde helfen, dass Leute wie beim Roten Kreuz darüber nachdenken müssen, ob sie zwangsweise diese Flächen bebauen müssen mit Solar. Sie haben, um 5 Bäume zu sparen, haben sie begrünt, aber auch nur sehr spärlich. Also solche Sachen sind mit der Freiheit nicht einfach so zu handeln. Die Leute müssen sich einfach darum bemühen und mal drüber nachdenken. Und viele machen das nicht. Ich habe selber gebaut vor 2 Jahren und habe dummerweise nicht darüber nachgedacht, sowas zu machen, weil der Architekt hat mich nicht daran erinnert. Man hat mir das gar nicht gesagt. Wir waren heute Nachmittag bei Leuten, die haben auch, alle haben die Lust gehabt, Solar drauf zu machen. Und keiner wusste, wie es geht. Da muss noch viel Aufklärung gemacht werden.
Aber ist das, Herr Möhring, nicht ein Argument genau dafür, für das, was Sie ablehnen, dass man das vorschreibt? Ich meine, es gibt ja eine Reihe von Bauvorschriften, also das wäre ja nicht die erste, die erfunden wird, dass man ein Solardach draufsetzt. Dann würden ja die Leute mit der Nase drauf gestoßen, oder? Ich sage mal, für diese Frage gibt es ja zum Beispiel entsprechend Energieberatung, die man in der Tat noch weiter ausbauen muss. Aber die Frage, ob man das über die Bauvorschriften regeln sollte, bin ich der Meinung, nein. Wir brauchen das auf anderem Wege, über Anreize beispielsweise, aber nicht über die Bauvorschrift. Man muss auf jedes Dach oder man muss Dächer so konstruieren, dass das geht. Und um mal an den Punkt anzuknüpfen, den wir eben gerade diskutiert haben, ich habe auch an der Schule geleitet, wir konnten noch nicht mal aus statischen Gründen Antenne aufs Dach setzen. Also es gibt geeignete und ungeeignete Dächer und da, wo es geeignet ist, soll man es machen. Die Leute auch anregen, das zu machen, dafür auch Förderung bereitstellen, welcher Art auch immer, ob Zuschüsse oder zinslos oder wie auch immer, darüber kann man ja diskutieren, das ist da keine Glaubensfrage, sondern eine praktische Frage, wie man das macht. Das wäre der richtige Weg und die Information darüber, dass man und wie man so etwas machen kann, die muss man in der Tat verstärken, das gilt aber dann nicht nur für PV, sondern auch noch für andere Möglichkeiten der Förderung von erneuerbaren Energien individueller Art. Frau Dröge. Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen eine verquere Diskussion zu sagen, eine Pflicht für Solaranlagen auf Dächern würde deshalb nicht funktionieren, weil es bestimmte Dächer gibt, die nicht geeignet sind. Natürlich meint eine Pflicht für Solaranlagen geeignete Dächer. So, ich habe auch schon die Frage, ja, das kann man ja sehr gut berechnen, ob ein Dach geeignet ist oder nicht. Also das ist ja technisch ziemlich klar, welches geeignet ist. Und ergänzend muss es natürlich eine Beratung geben. Wir schlagen auch vor, diese Beratung den Leuten auch zu finanzieren, damit das Ganze gut funktioniert. Aber das Beispiel des Herrn zeigt doch, dass es oft auch die Frage des Wissens ist in dem Moment, wo ich das mache und wenn ich es verpflichtend mache und wir haben die Ausbauziele gesehen, die wir für Köln schaffen müssen. Wir sind bei 1% unseres Potenzials und wir sagen, in den nächsten 10 Jahren wollen wir auf 50% des Potenzials wachsen, dann können wir uns kein einziges Dach mehr leisten, das nicht mit einer PV-Anlage bebaut wird, das möglich ist. Und da muss man jedes Instrument nutzen. Und ich habe von Ihnen, Herr Möhring, auch noch kein Argument dafür gehört, wo der Nachteil für die Menschen sein muss, wenn ich es verpflichtend mache, weil sie verdienen ja sogar Geld damit, wenn ich auf der anderen Seite die Einspeisevergütung so ausgestalte, dass sich das Betreiben einer PV-Anlage lohnt, verdienen die sogar Geld damit. Und die dritte Möglichkeit, über die haben wir ja noch nicht gesprochen, sind Genossenschaften, die ja auch PV-Anlagen auf mein Dach bauen. Über Genossenschaftsmodelle können das dann andere sogar finanzieren. Die machen den gesamten Verwaltungs- und Abwechslungskram. In Ehrenfeld gibt es zum Beispiel die Energiegewinner, die machen das. Und ich muss es noch nicht mal selber machen, wenn ich ein großes Mietshaus habe und das nicht selber machen möchte. Das heißt, ich habe überhaupt keine Nachteile als Hausbesitzer, wenn ich so eine Solarpflicht mache. Und das ist wieder nur ein Weg, das zu verhindern, was notwendig ist und Tempo rauszunehmen, da wo Tempo rein muss. Und wir haben über die Ausbaudeckel eben gesprochen. Es war leider auch ein SPD-Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel, der Ausbaudeckel für die Erneuerbaren noch gemacht hat. Absoluter Unfug. Wir müssen da jetzt endlich zu hohen Ausbaumengen kommen, um Zobo in das Ganze reinzukriegen. Nur ein ganz kleiner Einschub. Also das Argument der Statik zählt bei der Solardachpflicht für Neubauten und für zu sanierende Dächer natürlich überhaupt nicht, weil da sind immer Statiker dran beteiligt. Gehe nicht davon aus, dass ein neues Haus gebaut wird, wo sowas nicht geht. Wir hatten gerade noch ganz kurz eine Frage aus dem Publikum. Ich habe hier oben noch 2 Wortmeldungen. Das Publikum würde ich vorziehen. Ja, gerne. Danke. Ja, hallo, Nicoline Gabrisch. Viele von euch kennen mich als Klimaaktivistin und ich sitze ja mittlerweile auch im Stadtrat, bekomme da also auch einige möglichen Anträge und Diskussionen mit. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich halte es hier gerade auf meinem Stuhl kaum aus und ich teile auch gerade diese Echauffierung von Frau Dröge. Es macht mich so wütend. Wir haben da eine junge Students for Future Klimaaktivistin sitzen, die uns erzählt hier nochmal, was wir eigentlich alles schon wissen, nämlich, dass es einfach 11:55 ist. Und dann haben wir hier mit Verlaub Menschen sitzen, die Jahre und Jahrzehnte Zeit hatten, all diese Dinge. Ja, dann sitzt hier wieder nur jemand und sagt, ja, man müsste, ja, man könnte, ja, man sollte. Das hätten wir, das Wissen darum, das haben wir seit 40 Jahren. Warum ist das nicht passiert? Und ja, warum, wir müssen jetzt
mit so harten, schnellen Maßnahmen vorangehen, weil seit 30, 40 Jahren die Politik es nicht nur verschlafen hat, was schlimm genug gewesen wäre, sondern blockiert und verhindert und durch Gesetzgebung sogar klein gehalten und gar nicht erst aufkommen lassen. Und dann, ich kann dieses Argument nicht mehr hören, es ist ja kein Geld dafür da. Jedes Jahr werden hunderte Millionen in Kohlesubventionen gesteckt. Wenn man das Geld mal in Erneuerbare gesteckt hätte die letzten Jahrzehnte, dann würden wir heute hier nicht sitzen. Danke. Ich habe jetzt hier noch zwei Wortmeldungen auf dem Podium und dann müssten wir, dann sind es drei, dann bitte ich nochmal die eine Minute einzuhalten, weil wir sind jetzt schon ungefähr 15 Minuten im Verzug. Die erste Wortmeldung kam von Herrn vom Stein, bitte. Also in einem Punkt stimme ich Herrn Möhring ja zu, Anreize finde ich auch gut. Die Pflicht brauchen wir auf jeden Fall, aber Anreize finde ich auch gut. Nur diese Anreize sind kontinuierlich abgeschafft worden. Als man gemerkt hat, wie viel die Anreize bringen, wir hatten nämlich schon mal 0% Darlehen für Photovoltaikanlage, wir hatten mal eine gute Einspeisevergütung. Als man gemerkt hat, und das hat man ja an dem Peak hier gesehen, wie erfolgreich das ist, hat man das nämlich ganz schnell wieder abgebrochen. Hätte man damals den Peak nicht abgebrochen, dann würden wir jetzt noch ganz entspannt mit 10 Gigawatt Ausbau auskommen. So, das Problem ist nämlich das Tal, was die Politik geschaffen hat. Und da waren natürlich CDU und SPD auch ganz stark beteiligt, weil sie haben ja gesehen, das ist genau in der Zeit passiert. Ein weiterer Punkt, einen Anreiz zu schaffen, wäre das Mieterstromgesetz gewesen. Das Mieterstromgesetz ist einfach ein schlechtes Gesetz, muss man ganz klar sagen, weil wir haben ein schlechtes EEG. Das EEG hatte bei 10 kW Solaranlagengröße eine EEG-Abgabe auf selbstgenutzten Strom. Statt das abzuschaffen, hat man darauf ein total kompliziertes Gesetz geschaffen, was so kompliziert ist, dass die Potenziale, die das Mieterstrom hat, nicht mal ein Bruchteil genutzt wurden. Ich selbst habe eine Mieterstromanlage auf dem Dach, die ist von den Energiegewinnern gesetzt worden und es war so unglaublich kompliziert, dass die Energiegewinner das überhaupt nicht mehr eigentlich machen wollen. Das Gesetz ist wirklich schlecht. Und trotzdem ist es ja gemacht worden. Es ist ja auch mit dem Ziel gemacht worden, muss man mal klar sagen, den Ausbau eher zu bremsen. Es gibt noch jede Menge Bremsen, die auch physikalisch überhaupt nicht begründet sind. Also es gibt eine 135 kW-Grenze, dann habe ich auf einmal neue Technik dabei. Es gibt eine 750 kW-Grenze und so weiter. Es gibt ganz viele Grenzen in der Gesetzgebung, die nicht abgeschaffen worden sind, die physikalisch nicht begründet sind. Und ein letztes, nämlich fertig, es gibt auch keine Begrenzung, wie viel Solarstrom in das Netz rein kann. Also gerade 50 Hertz und Amprion, das sind große Netzbetreiber, die hatten teilweise 80% so regenerative im Netz und die haben Pressemeldung rausgegeben, es hat kein Problem gegeben. Das heißt, auch die ganz großen Netzbetreiber sehen überhaupt nicht diese Begrenzung, wenn wir in der Stadt hier 80-90% solaren Strom mal haben. Zeitweise. Herr Görzel, ja, Ihre Minute. Ja, ich schaffe es, glaube ich, unter einer Minute. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass es in einigen Bundesländern über die Landesbauordnung schon vorgesehen ist. Im Übrigen auch Bundesländer mit FDP-Beteiligung, um da mal so ein gewisses Vorurteil auszuräumen. Also ich denke, anders als Herr Möhring, man kann hier über das Baurecht einiges regeln. Man kann Statikvorgaben für große Gewerbehallen machen. Das sollte auch geschehen. Man kann für Neubaugebiete, so dann überhaupt noch neu gebaut werden darf, ist ja auch in Frage. Man kann für Neubaugebiete, und das fordern wir, Vorgaben machen, dass die Häuser, die gebaut werden, im besten Winkel zur Sonneneinstrahlung errichtet werden. Also da gibt es schon Hebel übers Landesrecht. Dankeschön. Frau Hanne-Knoll, Sie. Ja, genau. Ich hätte noch einen guten Vorschlag, den ich gelesen hatte, und zwar der atmende Deckel. Ich wusste zuerst nicht, was das bedeutet, aber wahrscheinlich die Leute, die sich hier mit erneuerbaren Energien befasst haben, die werden es wissen. Das bedeutet, dass die oder das Geld, was man bekommt, wenn man Strom einspeist und CO2 spart, über Photovoltaik wird ja geringer, je mehr Photovoltaik irgendwie vorhanden ist, ne? Diese Deckelung. Ich glaube, vorhin wurde es schon angesprochen. Das gehört natürlich auf jeden Fall abgeschafft. Und zu den Energiegewinnern, die ja vorhin auch schon genannt wurden,
Diese Leute hatten wir mal im Arbeitskreis Umwelt, den die Linke hier in Köln ja hat, und die erzählten, dass sie der Rheinenergie angeboten hatten, durchaus da vor Jahren, 2-3 Jahren mal tätig zu werden, im Auftrag der Rheinenergie was zu machen, wenn sie die personellen Ressourcen eben auch nicht haben. Das wurde aber rundum abgelehnt. Das ist schade. Vielleicht direkt dazu, Herr Steinkamp. Ja. Also wir haben nicht Engpass in der Planung oder in der Vorbereitung solcher Maßnahmen, solcher Investitionen, sondern wir haben, da hat die Frau Gieser total recht, wir haben ein Riesenproblem bei den ausführenden Handwerkern, bei den Solateuren. Und ich sage mal, es nutzt nichts, wenn dann am Ende keiner kommt und die Anlage aufs Dach schraubt. Also dass wir mit denen nicht zusammenarbeiten wollen, liegt daran, dass wir selber eigene Kapazitäten haben. Die Leute haben ja auch Handwerker, das wurde uns zumindest erzählt, also nicht nur Planung, sondern auch Ausführung. Frau Solbach, Sie hatten sich noch gemeldet, dann müssen wir das Thema wirklich beenden. Ja. Also für mich ist sozusagen nochmal das Thema ganz wichtig zu sagen, wir haben hier die Rheinenergie mit am Tisch, wir haben aber eine andere stadteigene Gesellschaft oder zwei, nämlich die GAG und die WSK, wo ja sozusagen massiv, also auch mit demselben Instrument relativ schnell dafür gesorgt werden könnte, dass dort entsprechend mehr PV auf die Dächer kommt. Die GAG hat meines Wissens auch einen entsprechenden Beschluss in der Pipeline, also daher, anstatt jetzt sozusagen ganz viele Zehntausende Einzelne anzusprechen, macht es ja erstmal Sinn, die großen Player dort irgendwie mitzunehmen. Und wenn die dann ausbauen, die Leute sehen, das funktioniert, dann ist das meines Wissens der richtige Weg. Und eben zu dem Thema Solateure, ne, die Handwerkskammer ist ja jetzt bei diesem Solarberatungszentrum mit dabei. Wir haben in Köln mehrere und Umgebung mehrere Arbeitgeber, die in einem hohen Maße Menschen mit einer handwerklichen Ausbildung beschäftigen, die in den nächsten Jahren massiv freigesetzt werden. Und anstatt jetzt, ne, diese Menschen kann man in relativ kurzer Zeit umschulen, nicht nur zu Solateuren. Wir haben genauso ein Problem im Bereich ElektrikerInnen für den Ausbau der Elektroladestationen und dass sozusagen die Menschen, die beispielsweise jetzt in Zukunft bei Ford freigesetzt werden, im Rheinischen Revier, im Braunkohlebereich und so weiter, dass die relativ schnell und zügig umgeschult werden können. Da müssen eben entsprechende auch Fördermaßnahmen entsprechend zur Verfügung gestellt werden. Das kann der Bund und dafür würde ich mich eben auch gerne einsetzen. Ja, vielen Dank. Also ich ziehe mal so eine kleine Zwischenbilanz. Es kann nur eine Zwischenbilanz sein, weil das ja erst der Beginn eines größeren Dialogs ist. Aber das Beispiel der Solaroffensive oder Offensive für Erneuerbaren zeigt sehr schön, wie doch die kommunale Energiewende mit den Verhältnissen im Bund zusammenhängt, Stichwort Mieterstromgesetz, Stichwort Solardachpflicht, Solardeckel, auch der Fachkräftemangel, also im Bereich der erneuerbaren Energien sind mehrfach so viele Arbeitsplätze abgebaut worden, wie jetzt bei der Braunkohle auf dem Spiel stehen. Wir wissen alle, wie die Auseinandersetzung in der Öffentlichkeit und in der Politik geführt worden ist. Da sind hunderttausende Arbeitsplätze beseitigt worden, die uns jetzt in dieser Situation fehlen. Das sind alles Dinge, die in Berlin entschieden worden sind und die in Berlin auch korrigiert werden müssen. Also durchaus ein, ich will jetzt nicht sagen, eine Art von Entschuldigung für Rheinenergie oder andere Unternehmen auf der kommunalen Ebene, aber es ist ein Zusammenhang, eine Korrelation, die man einfach nicht so ohne weiteres beiseite schieben kann. Und da denke ich, liegt gerade bei den Bundestagsabgeordneten eine große Verantwortung. Wir kommen zum nächsten Thema, zum nächsten Block. Da geht es um die Wärmewende. Für eine Großstadt wie Köln eine Mega-Aufgabe, wenn man da mal ein bisschen ins Detail geht. Die Frage Wärmepumpen, kann man die in so eng bebauten Gebieten mit großen Miethäusern überhaupt einrichten, wegen der Lärmbelastung und Ähnlichem? Das ist eine riesengroße Herausforderung. Wie soll das gelöst werden? Dazu jetzt der kleine Impulsbeitrag von Christian Althoff. Ja, also die Rheinenergie produziert den allergrößten Teil ihres Stroms in Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen. Die sind relativ effizient im Vergleich zu anderen fossilen Kraftwerken und blasen dadurch weniger CO2 in die Luft. Aber dennoch verursachen sie in Köln ungefähr 20% der CO2-Emissionen.
So, wenn jetzt in Zukunft die Erneuerbaren weiter ausgebaut werden, was wir ja alle hoffen, dann werden diese Kraftwerke immer seltener laufen. Also bei ausreichendem erneuerbarem Energienausbau geht man davon aus, das sagen verschiedene Studien, dass wir dann ungefähr noch 7% Stromproduktion mit Gaskraftwerken machen müssen, nämlich dann, wenn Dunkelflaute ist und halt die Sonne nicht scheint oder kein Wind da ist. So, und das würde dann bedeuten, wenn diese Kraftwerke halt immer weniger laufen, Kraft-Wärme-Kopplung, das heißt ja, die produzieren nicht nur Strom, sondern eben auch Wärme. Und diese Wärme fehlt dann halt entsprechend für die Fernwärme. Und deshalb gibt es im Eckpunktepapier einige Vereinbarungen, dass die Rheinenergie also jetzt auch schon relativ bald in die strombasierte Wärmeerzeugung einsteigt. Das heißt, sie produziert dann Strom mittels, also wenn ausreichend erneuerbarer Strom im Netz ist, mittels Großwärmepumpen oder auch Power-to-Heat. Power-to-Heat, das sind quasi so überdimensionale Tauchsieder. Und der Vorteil von Power-to-Heat, diese Tauchsieder, das ist eine relativ einfache und günstige Technik. Der Nachteil dabei ist halt, man kriegt aus einer Kilowattstunde Strom nur eine Kilowattstunde Wärme, eventuell noch ein bisschen Verlust, dann wird es noch weniger. Dagegen bei den Großwärmepumpen kann man aus einer Kilowattstunde Strom halt entsprechend 3 oder sogar 4 Kilowattstunden Wärme gewinnen. Der Nachteil der Großwärmepumpen ist halt, die sind technisch aufwendiger, die werden noch nicht in großen Stückzahlen gebaut und die sind halt entsprechend teurer. Neben der strombasierten Wärmeerzeugung soll außerdem Solarthermie zum Einsatz kommen. Solarthermie hat den Nachteil, die Sonne scheint im Sommer und die meiste Wärme wird halt im Winter gebraucht. Das heißt, das kann man im Sommer gut nutzen für die Warmwasseraufbereitung, die auch im Sommer gebraucht wird. Ansonsten bräuchte man halt Saisonalspeicher und das ist für eine Stadt in der Größenordnung wie Köln relativ schwer zu leisten. Industrielle Abwärme soll auch genutzt werden, das liegt auf der Hand. Es ist eigentlich fraglich, warum das bisher noch so wenig passiert. Außerdem soll tiefe Geothermie untersucht werden. Tiefe Geothermie, das ist halt nicht nur im Grundwasser, sondern das ist dann 1000 oder auch 3.000, 4.000 Meter tief. Da gibt es im Moment keine Erfahrungen in Köln, ob da die geologischen Verhältnisse für ausreichend sind. Das soll halt untersucht werden und dann vor 2030, wenn das vielversprechend ist, dann auch schon eine Probebohrung erstellt werden und dann eventuell auch schon das zur Nutzung kommen, tiefe Geothermie. Bis 2035 soll so eine komplette Wärmelieferung unabhängig von den Kraft-Wärme-Kopplungskraftwerken erfolgen. Das heißt, man kann dann, wenn ausreichend erneuerbarer Strom da ist, die Kraftwerke stehen lassen und die Wärme halt entsprechend anders produzieren. Gleichzeitig soll ab 2030 dann grüner Wasserstoff zum Einsatz kommen und in den Kraft-Wärme-Kopplungskraftwerken. Und bis 2035 soll dann quasi sollen diese Kraftwerke nur noch mit grünem Wasserstoff betrieben werden. Und das würde dann aber bedeuten, diese Kraftwerke laufen dann quasi nur noch bei Dunkelflaute mit grünem Wasserstoff. Und wenn genügend erneuerbarer Strom da ist, dann halt die andere Alternative. Das würde bedeuten, ab 2035 wäre die Fernwärme zu 100% dekarbonisiert. Genau, und dann Jürgen Döschner hatte das schon in der Anmoderation gesagt, die Fernwärme ist im hochverdichteten Bereich halt eine Möglichkeit, Gebäude auf erneuerbare Energien umzustellen, Großwärmepumpen. Also eigentlich ist die Wärmepumpe die bevorzugte Wärmequelle, weil die den Strom halt entsprechend besser in Wärme umsetzt. Also wenn ich das jetzt über
Wasserstoff in Kraft-Wärme-Kopplung mache. Aber das ist halt in großstädtischen, dicht besiedelten Bereichen halt oft nicht der Fall, nicht die Möglichkeit. Und deshalb soll das Fernwärmenetz in Köln auch noch ausgebaut werden. So viel von meiner Seite. Dankeschön. Ich denke, wir müssen dieses Kapitel etwas kürzer machen als das erste. Herr Dr. Steigenkamp, die Wärmewende jetzt auch noch zusätzlich zu der Stromwende, wobei die Wärmewende ja auch noch mehr erneuerbaren Strom verlangt, als wir jetzt ohnehin brauchen. Wie wollen Sie das stemmen? Wie zuversichtlich sind Sie da? Also Wärme und Strom gehören bei uns historisch zusammen, das ist gerade auch deutlich geworden. Und es ist derzeit, wenn man Fossile nicht ganz vermeiden kann, die effizienteste Form, die Fernwärme im Ballungsraum. Wir haben hier Mehrgeschosswohnungsbau, brauche ich Ihnen nicht zu erklären, mit einer normalen, handelsüblichen Wärmepumpe, mit einer Strom- oder Luftwärmepumpe, nehmen wir die mal als Beispiel, das geht im Ein- und Zweifamilienhaus, da kriegen Sie die nötige Leistung in der Wärme, aber niemals in einen vier- oder fünfgeschossigen Bau. Das heißt also, man braucht andere Lösungen und deshalb arbeiten wir eben, und das ist eben dann auch, hat seinen Niederschlag in dem Eckpunktepapier sehr deutlich gefunden, die vorhandene Infrastruktur zu nutzen und dann über unsere KWK-Anlagen, also über unsere wärmegeführten Kraftwerke, ich betone hier auch nochmal, unsere Kraftwerke sind alle entstanden und werden gefahren, wärmegeführt. Der Strom ist das Koppelprodukt, nicht umgekehrt. Das heißt also, über diese vorhandene Infrastruktur die Wärme grüner zu machen. Da werden in den nächsten Jahren, weil das eben auch nicht mal so eben geht, werden wir mit Großwärmepumpen arbeiten. Damit lassen sich auch bestimmte Schwachlastzeiten im Sommer schon per se besser oder vollständig überbrücken. Das heißt also, wir haben in den nächsten 3-4 Jahren an der Stelle Solarthermie, wir haben Power to Heat, wir haben den Einsatz von Großwärmepumpen und wir werden uns erneut, auch nicht zum ersten Mal, das Thema industrielle Abwärme nochmal angucken. Aber auch da machen wir uns nichts vor. Die Abwärmeproduzenten nutzen im Industriebereich ihre Überschusswärme, soweit das in die Produktionsprozesse hineinpasst, schon selber. Also das ist nicht so, als wenn irgendwo in Ineos oder Currenta jetzt wer weiß wie Wärme abdrücken würden. Die nutzen das schon in ihren eigenen Produktionsprozessen. Wir kriegen Niedertemperaturwärme von denen, das heißt also niedriger als 80, 70 Grad, haben zum Teil lange Wege, was nicht nur viel kostet, sondern wo dann eben auch Wärmeverluste nochmal eine Rolle spielen. Also will sagen, das Ganze ist technisch in unterschiedlichen Komponenten, kann man Wärme grün kriegen. Und wir legen Wert darauf, dass wir eben je nach Anwendungsfall, je nach Örtlichkeit auch möglichst technologieoffen damit umgehen, deshalb auch die verschiedenen Ansätze an verschiedenen Stellen. Aber auch hier gehört zur Ehrlichkeit dazu, der Ballungsraum Köln, und das gilt für andere Ballungsräume genauso, der wird nach heutiger Erkenntnis am Ende vollständig dekarbonisiert werden können, nur mit synthetischen Gasen. Also nehmen wir Wasserstoff als Beispiel. Biomethan spielt noch eine Rolle. Aber wir haben so viel Leistungsbedarf, dass das also mit den, ich sag mal, mit den Möglichkeiten des Ein- und Zweifamilienhauses weder vergleichbar noch lösbar ist. Und insofern kämpfen wir gerade, und das ist ein Kampf, den wir noch nicht gewonnen haben, dass auch sicherlich der Wasserstoff, der durch die mehrfache Umwandlung natürlich Wirkungsgradverluste und Effizienzverluste hat, dass der aber im Ballungsraum gleich bedeutsam ist wie in der Industrie, weil sonst schaffen wir tatsächlich die vollständige Dekarbonisierung am Ende nie. Will also heißen, wir brauchen auch an der Stelle noch ein bisschen Zeit, hoffen auch, dass technischer Fortschritt uns auch noch ein Stück weit hilft. Wir fangen aber mit Rheinenergie, und das ist auch im Programm wichtig gewesen. Wir reden nicht über Ziele, sondern wir reden über Maßnahmen, und die, die am Anfang stehen, sind fast die wertvollsten, weil die wirken sofort und auf Dauer, und wie gesagt, im Laufe der Zeit geht dann hoffentlich auch die vollständige Dekarbonisierung. Frau Giesert, das hört sich ja gut an, also Dekarbonisierung des Wärmebereichs bis 2030, halten Sie das für 35? 35. 30 hielt mir nicht für realistisch. Ja. Eben weil insbesondere das Thema Wasserstoff, Verfügbarkeit, preisliche Anlegbarkeit, das muss dann am Ende muss das ja auch bezahlbar bleiben, das ja, ist noch ein dickes Brett. 35, das war mein Fehler. Trotzdem, auch 35, sehr ambitioniert.
Frau Giesert, für wie realistisch halten Sie, dass dieser Pfad hier in Köln beschritten werden kann, wenn man so Bereiche hört wie Wasserstofftechnologie, Tiefengeothermie und Ähnliches? Naja, das hört sich jetzt erstmal schön an und ja, an sich, ich bin technisch nicht so super versiert, aber ich habe mich damit beschäftigt und tatsächlich sind die Umbaumaßnahmen, die Rheinenergie vorhat, dort in so einem Ballungsraum, wie wir hier in Köln haben, durchaus okay. Die Frage ist halt, wenn ich ein Kraftwerk umstelle oder umstellen will auf Wasserstoff und dann darauf warte, dass dieser grüne Wasserstoff kommt, dann habe ich erstmal ein Problem, weil was mache ich bis dahin? Ich benutze grauen Wasserstoff, ich benutze blauen Wasserstoff, das sagt vielleicht vielen hier nicht so viel, aber das sind Wasserstoffe, die aus Erdgas gewonnen werden und die ja, klimatechnisch eigentlich noch viel schlimmer sind, als wenn ich das Erdgas direkt verbrennen würde. Und das ist einfach ein Weg, der auf diesem Weg dorthin zu den Wärmepumpen und auch zu dem grünen Wasserstoff definitiv vermieden werden muss. Also dort muss sehr viel mehr Innovation passieren auf dem Weg zum grünen Wasserstoff und auf jeden Fall Acht darauf gegeben werden, dass wir nicht zwischendurch super viel mehr ausstoßen, nur weil dieser grüne Wasserstoff nicht verfügbar ist. Und das wird ja auch so schnell nicht sein, wenn es nicht groß angelegte Investitionsprogramme gibt, weil momentan einfach, wie schon gesagt wurde, grüner Wasserstoff sehr, sehr teuer ist und auch erstmal wahrscheinlich vorrangig in der Schwerindustrie und in der Chemieindustrie verwendet wird und da die Wärmeindustrie ziemlich weit hinten ansteht. Und das ist auch nicht nur eine Frage davon, ob wir es schaffen, alle mit Fernwärme zu versorgen, sondern da müssen wir auch drüber reden, was für Heizungen werden momentan eingebaut, was für eine Wärme wird benutzt. Und da ist die Einbaurate von fossilen Wärmeträgern, Ölheizungen, Gasheizungen, momentan sind die Neuinstallationen von solchen Heizungen bei 80%. Das ist einfach ein Unding. Es sollte mehr oder weniger direkt verboten werden, dass solche Heizungen verbaut werden dürfen. Und da ist mal wieder die Politik gefragt, damit auch die Nachfrage nach Fernwärme und nach nachhaltigen Wärmeträgern steigt. Frau Solbach, um das letzte Mal aufzugreifen, es gibt ja schon Bundesländer, es gibt auch Staaten, die die Neuinstallation von Ölheizungen verbieten. Kommt das bei uns jetzt auch? Es ist auch in Deutschland verboten, zum 31.12.2025, leider viel zu spät. Also daher bin ich absolut bei Ihnen. Ne, das ist für mich eine der Dinge, die wir sozusagen deutlich vorziehen müssen. Es macht jetzt überhaupt gar keinen Sinn, noch 5 Jahre lang neue Ölheizungen zu installieren. Wir sehen es ja gerade im Ahrtal, ne, wo ja viele der Heizungen abgesoffen sind und dort irgendwie massiv weiterhin Gas- und Ölheizungen angeboten werden. Also das manifestiert ja sozusagen die fossilen Energieträger für die nächsten 20 Jahre. Also daher bin ich absolut bei Ihnen. Wir haben im Klimapaket 2019 haben wir Fördermöglichkeiten für den Umstieg von Ölheizungen auf sozusagen andere Energieträger verabschiedet. Also da gibt es schon Anreizsysteme, aber die sind offensichtlich noch zu wenig bei den Leuten angekommen. Also daher, das müssen wir definitiv forcieren, weil das ist schön, wenn die Rheinenergie in ihrem Fernwärmebereich sozusagen dekarbonisiert, aber de facto in Köln, wie viel Prozent der Haushalte sind denn an die Fern- und Nahwärme angeschlossen? Der allergrößte Teil hat ja sozusagen eine Individualheizung, in der Regel Mineralöl oder Erdgas, und an die müssen wir dann eben langfristig auch ran. Ja, vielleicht. Ich denke, 20 sowas, ne? Also wir kommen im inneren Kern, also alles, was innerhalb der inneren Kanalstraße liegt, was eben auch der höchstverdichtete Raum ist, also kommen wir auf 80-85% Fernwärmeanschluss. Da sieht man schon die Bedeutung auch, dass man dieses System nicht einfach so mal durch was anderes ersetzt. Wir haben sicherlich im äußeren Teil von Köln, da wo die Besiedlung dünner wird, vor allen Dingen perspektivisch das Potenzial mit Strom mit ökostrombetriebenen Wärmepumpen zu arbeiten. Das wird man nicht nur beim Neubau dann haben, sondern auch bei den Sanierungen sehen. Da wird man sich angucken müssen, neue Häuser sind einfach, weil die von vornherein auch so konzipiert sind. Die Altbauten kriegt man auf die Wärmepumpe auch nur, wenn man massive Dämmungsmaßnahmen gleichzeitig vornimmt, weil einfach die Temperatur, die man erreichen kann, dann sonst zu niedrig wäre. So, und dann gibt es einen Bereich dazwischen, also ich sag mal jenseits der inneren Kanalstraße bis zum Gürtel,
da sind wir in der Tat bei den Einzelfeuerungen auf Gasbasis in einem hohen Maße. Öl gibt es zwar immer noch in Köln, es gibt auch immer noch Kohle in Köln im Gebäude, aber verschwindend gering, und Öl verschwindet auch tatsächlich langsam von der Landschaft. Aber wenn Öl durch Gas ersetzt wird, weil es vielleicht mit Erneuerbaren nicht sofort geht, Bestandsbau, dann ist das schon mal ein Schritt in die Richtung. Da müssen wir weiterdenken, und die Erneuerungszyklen sind eben in der Regel 15 Jahre bei so einer Heizung. Also kalkulatorisch sind die auf 15 Jahre gerechnet. Frau Dröge, es kommt ja dann, wenn man den Anteil der Fernwärme noch weiter ausbaut, noch ein ganz anderes Problem dazu, etwas, worunter viele, die schon angeschlossen sind, schon jetzt und in der Vergangenheit geklagt haben, dass sie im Grunde genommen in den Händen eines Monopolisten sind. Es sind ja nicht viele Fernwärmeanbieter auf dem Markt, es gibt nur den einen. Wie lösen Sie dieses Problem, dass zum Beispiel eben auch die Preisgestaltung nur in der Hand eines Konzerns ist, wenn das die Lösung oder der Hauptbestandteil der Lösung der Wärmewende sein soll in Köln? Das finde ich jetzt erstmal eine überraschende Frage. Ich bin ja tatsächlich auch Wettbewerbspolitikerin und finde Auswahl grundsätzlich gut. Bei einer Infrastruktur wie der Fernwärme macht es aber einfach keinen Sinn, eine doppelte Infrastruktur zu haben. So, ne? Das ist einfach so, wenn wir das jetzt noch zweimal bauen würden, dann wäre das preislich irgendwie unsinnig und ist von der Infrastruktur aus meiner Sicht total richtig, dass wir das über die Fernwärme machen, und da muss man gegebenenfalls in der Politik über die Preisregulierung dafür sorgen, dass das auch vernünftige Preise sind. Aber grundsätzlich wollte ich zu der Frage, über die wir gerade gesprochen haben, noch mal was sagen. Also der Weg, den Sie jetzt oder ihr mit dem Kompromiss beschritten habt, der ist ja vernünftig mit Blick auf die Fernwärme. Also wir müssen gucken, dass wir überall, wo es geht, in Großwärmepumpen, in Solarthermie gehen, in die Abwärme, die die Industrie erzeugt. Und das ganze Thema grüner Wasserstoff in der Wärme kann nur eine Residualgröße sein aus meiner Sicht. Das ist nur wirklich das Letzte, was dann nicht mehr anders zu lösen sein wird, weil, und das müssen wir uns auch klar machen, in dem Jahrzehnt, auf das wir jetzt blicken, bis 2030, hat natürlich, und das hat Frau Giesert ja auch gesagt, die Großindustrie erstmal den dringendsten Bedarf. Die Prozesse, die nicht dekarbonisieren können, wenn sie nicht auf grünen Wasserstoff umstellen, und das ist die Stahlindustrie, das ist ein Teil der Chemieindustrie, die brauchen gigantische Mengen an grünem Wasserstoff. Deswegen werden wir uns in diesem Jahrzehnt sehr strecken müssen, dass wir die gleichzeitig dekarbonisieren, und für die Wärme, und das wird Ende des Jahrzehntes aus meiner Sicht aber dann auch notwendig sein, ist dann diese zusätzliche Residualgröße auch mit grünem Wasserstoff da. Das lässt sich wahrscheinlich nicht anders lösen. Was wir als Politik dazu machen müssen, ist, die Elektrolyseursleistung deutlich zu erhöhen. Da kann man dann gleichzeitig, und das finde ich total wichtig, das Ganze so ausgestalten, dass es netzdienlich ist. Das heißt, über die Absenkung von Netzentgelten dafür zu sorgen, dass dann die Elektrolyseure hochfahren, auch die Wärmepumpen hochfahren, wenn viel erneuerbarer Strom im Netz ist. Wir haben ja immer die Frage auch gleichzeitig, was machen wir denn mit der Flexibilität der Erneuerbaren? Da können die ja auch gegenwirken. Das ist aus meiner Sicht der richtige Weg, den wir jetzt gehen müssen. Und wenn man auf den gesamten Wasserstoffbedarf schaut, wird man irgendwann neben dem Ausbau der Erneuerbaren auch über Energiepartnerschaften mit anderen Ländern sprechen müssen. Sonst kommen wir in dem Tempo, in dem wir grünen Wasserstoff brauchen, und ich würde Frau Giesert zustimmen, der muss grün sein, der Wasserstoff, kommen wir nicht voran. So eine ganz, ganz kurze Frage, bitte um eine kurze Antwort. Würden Sie denn das Verbot von Ölheizungen vorziehen? Das haben wir für 2021 beantragt gehabt im Bundestag. Das ist leider nicht angenommen worden. Gut. Herr Möhring, der Wasserstoff ist ja sozusagen das Zauber, der Zauberstoff der Energiewende, wenn man sich so die Unionsprogramme anschaut. Mhm. Wo soll denn aus Ihrer Sicht der ganze Wasserstoff herkommen? Also je nachdem, auf welcher Veranstaltung man ist, wenn es um die Luftfahrt geht, dann geht da alles in die Luftfahrt. Wenn man mit der Chemieindustrie spricht, dann geht alles dahin erst einmal. Wo soll der herkommen? Also erstmal, wo soll er hingehen? Er soll am wenigsten in die Mobilität und am wenigsten in die Wärme gehen. Weil die anderen Bereiche wahrscheinlich den Wasserstoff zwingend notwendiger brauchen. Und deswegen können wir uns nicht darauf verlassen, dass wir bei diesen anderen Bereichen wie Mobilität und Wärme in großem Umfang Wasserstoff nutzen können, sondern nur in besonderen Situationen. Also beispielsweise vielleicht beim Schwerverkehr oder so etwas. Deswegen müssen wir uns darüber andere Dinge unterhalten. Allerdings bin ich der Meinung, was die Wasserstofferzeugung angeht, ist es einmal richtig, dass wir Wasserstofferzeugung in Deutschland da machen, wo wir erneuerbare Energien sonst, erneuerbaren Strom sonst abregeln müssten.
Das ist aber auch eine Standortfrage. Das heißt, es muss beispielsweise küstennah passieren, damit wir nicht die Leitungen dafür in Anspruch nehmen müssen. Pipeline-Lösungen, wo Wasserstoff letztlich durch muss, haben wir mehr oder weniger. Und die werden wir irgendwann auch für fossiles Gas nicht mehr gebrauchen. Und die kann man relativ leicht umrüsten. Also ist das schon eine sinnvolle Lösung. Auf der anderen Seite bin ich auch der Auffassung, dass man jetzt nicht unbedingt eine rein ideologische Frage daraus machen soll, dass der Wasserstoff grün sein muss. Sie haben vorhin gesagt, Wasserstoff aus Erdgas ist sozusagen des Teufels, weil noch viel schlimmer als Erdgas direkt verbrennen, unzutreffend. Der Wasserstoff aus Erdgaspyrolyse verursacht mit hohem Energieaufwand, der aber aus dem Erdgas kommt, festen Kohlenstoff und Wasserstoff. Und fester Kohlenstoff ist nicht unser Problem, sondern Kohlendioxidemission ist unser Problem. Deswegen sollte man also ohne Scheuklappen da dran gehen. Wir werden aber, was die Wasserstoffnutzung insgesamt angeht, den weitaus größeren Teil importieren müssen. Und dafür bauen wir jetzt schon Energiepartnerschaften mit Ländern auf, wo wir heute, sage ich jetzt mal, Öl und Gas beziehen, werden wir in Zukunft einen wesentlichen Teil des Wasserstoffs beziehen. In welcher Form er transportiert wird, ist eine offene Frage. Da kann man chemisch machen. Aber man muss bei Wasserstoff schon darauf achten, dass man nicht mehrfache Umwandlungsprozesse hat, weil dann die Verluste zu groß werden. Aber auf die Frage Wärme zurückzukommen, da würde ich gerne auch dann einen Punkt dazu sagen. Wenn wir es also nicht mit Wasserstoff machen, Geothermie ist ein Punkt in der Nähe von, in der Umgebung von München, wird das relativ oberflächennah gemacht, auch in Kiesschichten. Die Investitionen dafür sind hoch, die Betriebskosten sind dann deutlich geringer. Also es wäre schon ermunternd, auch hier im Kölner Umland mal so etwas zu probieren. Wie die Temperaturen in der Tiefe sind, wissen wir relativ genau. Die Frage ist, wie viel Wärme wir dort gewinnen können. Ansonsten sind die Großwärmepumpen tatsächlich das Hauptthema bei der Lösung, soweit es die Fernwärme betrifft. Wir haben aber in Köln auch ein wunderbares Beispiel, wie man durch eine Kombination verschiedener Maßnahmen Lösungen finden kann in der Stegerwaldsiedlung. Die Rheinenergie ist selbst daran beteiligt gewesen an diesem Projekt, wie man mit der Kombination von Dämmung, effektiven Wärmeversorgung, Digitalisierung, was die Voraussage von Wärmenutzung angeht, Wärmespeicher und Stromspeicher in Form von Batterie, Wärmespeicher, eine Lösung finden kann, die insgesamt den Wärmebedarf für Wohnen deutlich reduziert. Ich habe im Kopf Werte von 40% gegenüber früher. Das war aber eine 50er-Jahre-Siedlung. Davon haben wir aber unheimlich viel, sowohl in der Stadt wie auch in Deutschland. Also wir müssen da auf wesentlich, wir müssen wesentlich breiter gucken. Und letztes Wort zu dem Thema Verbot von Ölheizungen. Der Knackpunkt ist, wenn wir jetzt schlechte Ölheizungen modernisieren wollen, ohne dass diejenigen, die solche Betriebe, solche Heizungen betreiben, eine Alternative haben, das ist dann vor allen Dingen nicht im städtischen, sondern eher im ländlichen Bereich, wenn wir denen die Möglichkeit geben wollen, auf eine moderne, sparsamere und das heißt auch emissionsärmere Heizung umzustellen, dann müssen wir auch noch für eine begrenzte Zeit die Möglichkeit für Öl und für eine auch begrenzte, aber längere Zeit für Umstellung auf Gas ermöglichen. Der entscheidende Punkt ist, dass die Laufzeit dieser Heizungsanlagen dann innerhalb von maximal 20 Jahren auch auf Null gehen und dann zu anderen Lösungen führen, damit wir dann mit dem Ziel 2045 deutschlandweit auch die Klimaneutralität erreichen. Also das ist die Zielgröße und darauf zielen dann auch die Fragen, bis zu welchem Zeitpunkt man welche Heizungssysteme noch nutzen darf. Mal abgesehen davon, dass die 2045 wahrscheinlich vor demselben Problem stehen, wenn ihr Haus irgendwo in der Latüchte steht, dann könnte man das Problem eigentlich jetzt auch lösen. Bevor ich Herrn Stein, vom Stein das Wort gebe, noch ein kleiner Fakteneinschub. Herr Möhring, da sind Sie dann doch weiter als die Materialforschung, wenn Sie sagen, durch die bestehenden Erdgasleitungen kann Wasserstoff transportiert werden ohne großen Aufwand. Das ist momentan maximal mit einer Beimischung von 10% möglich technisch. Sie arbeiten daran, eine Möglichkeit zu finden, wie man maximal 20% durchjagen kann. Mhm. Ansonsten ist das Problem der Wasserstoffversprödung bisher ungelöst. Sie müssen im Grunde genommen einen anderen Werkstoff verwenden. Aber ich will jetzt keine technische Diskussion aufnehmen. Um ganz klar zu machen, es geht nicht um Fragen von Beimischung, sondern es geht um die Frage von Umstellung von Erdgaspipelines auf Wasserstoffpipelines. Ja, noch weniger. Wenn wir 100% Wasserstoff durch eine Erdgasleitung transportieren, dann haben Sie nicht mehr die Gewähr, dass diese Leitung Bestand hat. Aber
Wir brauchen das können wir gerne mal separat noch diskutieren, aber das ist eine, ich will das nur nicht so stehen lassen, weil da eine Annahme vorausgesetzt wird, die grundfalsch ist und der dem gegenwärtigen Stand der Technik widerspricht. Damit wird Politik gemacht und das ist einfach nicht redlich, wenn Sie das machen. Herr vom Stein. Also ich finde auch das Thema grüner Wasserstoff ist eigentlich nahezu diskussionslos. Also die ganzen anderen Farben, die können wir so nicht akzeptieren. Die Voraussetzung für den grünen Wasserstoff ist aber definitiv der regenerativen Energienausbau. Wenn wir in Köln es schaffen, 50% des vorhandenen Potenzials auszubauen, dann sind wir bei knapp 2 Gigawatt. So, Köln braucht aber nur die Hälfte. Das heißt, im Sommer werden wir enorme Stromüberschüsse haben, sodass ich denke, dass wir, wenn wir über grünen Wasserstoff sprechen, auch über dezentrale Wasserstoffproduktion sprechen müssen, um auch die Transporte wegzulassen. Dann sagen Sie mal, wie lange die Elektrolyseure in so einer Situation in Köln laufen sollen, wenn Sie diese Annahme machen, dass das der Überschussstrom ist, den Sie dann zur Wasserstoffproduktion nutzen. Also dem möchte ich mal wissen, wie das rentabel funktionieren soll. Ja, ich denke, das wird eine Frage sein, wie weit wir den Ausbau vorantreiben. Und wir haben sehr, sehr viele Standorte, unter anderem Nil 3, wo natürlich auch große Stromtrassen hinführen. Die führen, im Moment führen sie ja davon weg, aber die führen ja auch hin. Das heißt, ich kann auch größere Strommengen von Überland dahin bringen. Ja, und warum nutzen Sie das dann nicht als Strom, sondern wollen Sie Wasserstoff draus machen? Das ist doch dann unsinnig. Wir brauchen ja die für die Dunkelflaute. Wenn Sie es über die Leitungen laufen lassen, dann können Sie ihn ja dahin leiten, wo er auch als Strom genutzt werden muss. Das ist doch nicht das Problem. Das ist das Problem der ganzen Wasserstoffdiskussion. Ja. Aber ich wollte eigentlich noch einen anderen Aspekt reinbringen. Und zwar, der ist gerade mal kurz gefallen, die Infrastruktur vom Fernwärme, die ist natürlich immer monopolistisch. Das war die von Strom, aber bis 2000 auch. Also die Frage ist, 2000 gab es nur einen Stromanbieter für jeden. Und auch bei Gas war das natürlich so. Auch jetzt kann ich meinen Gasanbieter und meinen Stromanbieter wählen. Ich finde das schon eine spannende Überlegung, auch wenn ich Ihnen da auf die Füße trete. Aber ich finde es schon eine spannende Überlegung, ob wir denn hier bei einem monopolistischen System bleiben können oder ob nicht eine gewisse Konkurrenz auch belebend fürs Geschäft ist. Herr Dr. Steinkamp, ja. Dann Sie direkt darauf. Also, unvollständigen Informationen kurz aufzuräumen. Die Preisformel für Fernwärme ist historisch festgebunden an Erdgas. Das heißt also, es gibt nicht den freien Preis, den man da als Monopolist mal irgendwie dem Kunden vor die Nase setzt, sondern ist schon bewusst historisch an den Gaspreis, weil das die Alternativenergie war, gekoppelt. So, wir unterliegen darüber hinaus als Unternehmen einzeln mit unseren Preisen der Preiskontrolle. Wir haben das längst. Das heißt also, die Mehr vom Monopolisten, der die Kunden abzocken kann, die gilt nicht. Wir sind technisch im Netz Monopolist, aber nicht bei der Preisbildung. Ich möchte jetzt auch dem Publikum noch mal die Gelegenheit geben, was zu sagen. Da vorne ist eine, rechts hinten von mir aus gesehen. Also Gero Rüther ist mein Name. Bei der Fernwärme kann man das ja auch so machen, das ist ja wie Gasnetz und wie Stromnetz, kann man ja auch machen, dass Industrieunternehmen oder Privatunternehmen oder Supermärkte ihre Wärme einspeisen. Wenn man denen, das praktisch meinetwegen Rheinenergie, Netzbetreiber ist und auch selber Wärme erzeugt, aber andere private Firmen Wärme reinliefern, also dann kann sowas ja halt auch dann mit mehr nicht monopolistisch angeboten werden. Dann hat man einmal das Transportnetz und das andere ist dann die Wärmezulieferung. Und das gibt natürlich, das muss natürlich vom Gesetzgeber genauso gemacht werden wie beim Strom, dass dann halt ein Wärmeeinspeisetarif kreiert wird und dann gibt es dann halt Initiativen, kreative, ist der freie Markt, wo dann halt auch sich Sachen bilden, die dann dazu beitragen, die Wärme zu liefern. Gibt es noch weitere Wortmeldungen aus dem Publikum? Hier vorne. Ja, hallo, Florian Jäger, mein Name. Wie wahrscheinlich viele andere auch, wohne ich zur Miete. Ich
ja, wir haben einen Vermieter, der das alles irgendwie nicht interessiert, wie viele Emissionen wir haben und sonst was. Wir haben eine uralte Ölheizung, ein unfassbar schlecht saniertes Gebäude. Das heißt, wir heizen sozusagen die Nachbarschaft gleich mit. Und da würde mich mal von den Parteien irgendwie interessieren, wie sie denn ja, sich vorstellen können, solche Vermieter, wie wir sie haben, dann doch auch mal dazu zu bewegen, irgendwie energetisch zu sanieren, ohne dass es gleich einen unfassbaren Mietanstieg gibt und wie die Heizung vielleicht dann doch auch mal irgendwann erneuert werden könnte, ohne dass das ja auf die Mieter abgelenkt wird. Und ja, und genau, da gab es ja, glaube ich, auch in letzter Zeit noch von der Großen Koalition ja halt auch noch irgendwie einen Beschluss, dass wir halt blöderweise jetzt auch als Mieter dann die Kosten ja für den CO2-Anstieg auch noch eben mittragen sollen. Also ja, ich verstehe noch nicht so ganz, wie wir da die Wärmewende auch noch irgendwie vernünftig gestalten können, ohne dass das irgendwie auf die Mieten dann irgendwie umgelegt wird. Beides sehr wichtige Hinweise. Jetzt hier vorne noch eine Wortmeldung. Wir haben ein bisschen das Problem, dass wir eigentlich schon hinter dem Ende der Veranstaltung sind. Ja, ganz kurz und auch vielleicht nur eine Anregung. Anne Roth ist mein Name und Sie gehen jetzt davon aus, dass wir so viel Energie brauchen oder noch mehr Energie, als wir jetzt nutzen. Also hat die Rheinenergie oder auch die Politik nicht auch eine Motivation, einfach den Energieverbrauch unserer Gesellschaft zu verringern? Und welche Programme gibt es in Köln, gibt es oder Ideen von der Rheinenergie? Gibt es da eine Eigenmotivation, weniger Energie in der Gesellschaft, dass die Gesellschaft weniger Energie braucht, oder haben die Parteien da Ideen? Ja, eigentlich ist das ja eigentlich der Grundschlüssel, gerade bei der Wärme, die Effizienz zu steigern. Wir haben in den vergangenen Jahren sehr viel Zeit damit verloren, weil sich Bund und Länder nicht einigen konnten, wer übernimmt denn da die Kosten. Und das ist ja dann auch der Punkt, der da gerade angesprochen worden ist. Es kann natürlich nicht sein, dass die Mieterinnen und Mieter am Ende solche Mieten bezahlen müssen, dass sie dann aus dieser schön sanierten und wärmegedämmten Wohnung ausziehen müssen und in ein Zelt ziehen müssen. Frau Hane-Knoll, was ist Ihre Vorstellung für die Lösung, für Ihr Ansatz? Sie haben ja ein Wahlprogramm, wie ich erfahren habe, das im Bereich des Klimaschutzes vorbildlich ist und in manchen Punkten sogar die Grünen überholt. Haben Sie auch für diesen Bereich eine Vorstellung, wie das umgesetzt werden kann hier? Meinen Sie jetzt das Problem, das der junge Mann gerade angesprochen hat? Die Frage der Effizienz, der Gebäudeeffizienz, der energetischen Gebäudeeffizienz, die ja auch unmittelbar auch eine soziale Frage ist, weil gerade viele Mietwohnungen dann ja teurer würden nach den jetzigen gesetzlichen Regelungen, auch durch den, das lassen wir jetzt mal weg, CO2-Preis, der auf die zukommt. Aber bei der Sanierung bluten ja am Ende vor allem die Mieterinnen und Mieter. Genau. Das sollte natürlich gar nicht sein, sondern der Vermieter oder die Vermieterin sollten das bezahlen. Und die EEG-Umlage soll eben auch abgeschafft werden, stattdessen aus dem Bundeshaushalt entsprechend Geld eingespeist werden, sodass es halt nicht teurer wird für die Stromkunden, ne, und Stromkundinnen. Und generell sollte man entsprechend, die Linke hat da, glaube ich, Ideen von mehreren Milliarden Euro, die jährlich zur Verfügung gestellt werden, damit sowas überhaupt entstehen kann. Es kann ja Anreize geben, Fördermöglichkeiten wurden ja vorhin von verschiedenen Leuten angesprochen, sodass der Vermieter oder die Vermieterin da durchaus auch ein Einsehen hat, wenn es denn nicht aus gesellschaftspolitischer Sicht kommt, dass sie durch finanzielle Einreize und Amortisierung in so und so vielen Jahren dann durchaus eben eine vernünftige Heizung einbaut, die mit erneuerbaren Energien gespeist wird. Und die Linke ist dafür, einen Sockeltarifvertrag für geringer verdienende Menschen eben einzuführen und für die, die weniger Strom verbrauchen, das sollte ja auch ein Anreiz sein. Warum müssen alle Leute so viel Strom verbrauchen? Das muss sich jeder ja selber fragen. Die Parteien können das natürlich auch mal kurz ansprechen, aber eigentlich müsste auch jede Person von uns hier selber fragen, was ist nötig oder was ist Luxus und was kann ich eigentlich hinterwegs lassen und einfach weniger Strom verbrauchen. Vielen Dank. Ja, bitte. Wir haben jetzt ein bisschen das Problem, dass der Zeitplan hinfällig ist und ich würde deshalb in Absprache mit dem Veranstalter den dritten Block Kohle, Zukunft der Kohle bei der Rheinenergie jetzt gewissermaßen nahtlos überleiten und Sie fragen, Herr Dr. Steinkamp,
Wie ist das von Ihrer Seite geplant? Da gibt es ja sicher auch einen Dissens zwischen denen, die dieses Eckpunktepapier verhandelt haben und dem, was Sie jetzt machen. Wie schnell soll rein Energie raus aus der Kohle? Also ich glaube, wir haben am Ende einen Konsens gefunden, aber ich fange mal so an, so schnell wie möglich. Das heißt, wir haben zwei Steinkohlestandorte noch. Der eine ist in Merkenich, das ist ein Wirbelschicht-Braunkohlekessel. Da habe ich schon seit mehreren Jahren gesagt, der ist spätestens 2025 ersetzt. Alle Arbeiten dazu laufen auf Hochtouren. Wir haben umfangreiche BIMSCH-Genehmigungsprozesse zu durchlaufen. Ich lege mich wieder fest, 25 ist da definitiv Ende. Wir ersetzen aber erstmal mit Erdgas, weil alternativ kriegen wir unter anderem die Prozesswärme für Ford, für Ineos, Entschuldigung, auch nicht zustande. Das sind Temperaturen jenseits der 130 Grad. Das ist nicht denkbar. Also wir müssen da auch den Umweg nochmal über Erdgas gehen. Am Ende werden wir auch da wahrscheinlich mit Energieeinsparung und im Moment heute kann man sich nichts anderes vorstellen als Wasserstoff. Der zweite Standort, mindestens genauso wichtig, wir sind zu 50%, also 49,9% beteiligt am Steinkohlekraftwerk in Rostock. Auch dieses Kraftwerk ist ein Kraft-Wärme-Kopplungskraftwerk und liefert bis 2025 die Wärme für die Stadtwerke Rostock. Also sehr vergleichbar mit uns, mit all den Herausforderungen, die da dranhängen. Wir haben uns im Eckpunktepapier darauf geeinigt, dass wir mit der EnBW Gespräche aufnehmen, kann ich hier unter uns sagen, hat inzwischen auch stattgefunden, dass wir 2025 auch in Rostock den Block stilllegen wollen. Ich sage gleich noch, was da folgt. Aber die Voraussetzung ist, es gibt eine vernünftige, dann eben auch mit all den Fragen der Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit, die bei uns ja auch immer mitschwingen, Alternative für die Stadtwerke Rostock. Also wir können jetzt nicht den Block einfach stilllegen und sagen, das, was da in Rostock damit passiert, interessiert uns nicht. Auch das ist nochmal eine Herausforderung in der Kürze der Zeit. Und es gibt ein zweites Thema da in Mecklenburg-Vorpommern, das ist die einzige regelbare Anlage im gesamten 50-Hertz-Netz da in Mecklenburg-Vorpommern. Heißt, mit ganz vielen Windrädern und PV-Anlagen, die es da oben gibt, mit der ganzen Schwankung der Leistung, braucht es irgendwo eine Einheit, die fehlende Leistung immer wieder ausgleicht. Da reden wir nicht nur über die Dunkelflaute, sondern wir reden über Frequenzhaltung. Das heißt also, auch dafür wird der Block benötigt. Es gibt also noch einen zweiten Eckpunkt, der einfach zu akzeptieren ist im Augenblick. So, aber der Fahrplan von unserer Seite ist dazu klar, mit 50 Hertz wird das eventuell etwas leichter werden. Stadtwerke Rostock ist sicherlich das dickere Brett, was da zu bohren ist, also die Wärme für Rostock trotzdem sicherzustellen. Und das geht auch nur im Verbund, aber wir wollen das so. Und allerspätestens, auch wenn man diese einschränkenden Bedingungen nimmt, 2030 soll der Block definitiv vom Netz sein. Das sind immerhin 8 Jahre früher, als das also die derzeitige Bundesgesetzgebung vorsieht. Und dazu haben wir als Rheinenergie ebenfalls uns festgelegt. So, was passiert da oben in Rostock? Unterstellen wir mal, es klappt bis 2025, dann laufen da auch massive Aktivitäten, auch wieder mit Partnern, den Standort zu einem großen Wasserstoffproduktionsstandort aufzubauen. Das ist genau das, was der Herr Möhring vorhin gesagt hat. Neben Wilhelmshaven ist der Hafen Rostock, wo der Block steht, eigentlich ideal geeignet, um direkt an der Küste aus vorgelagerten Offshore-Windparks dann den Strom zu nehmen, dort in Wasserstoff umzusetzen, und im Hafen Rostock ist beginnt die Hauptpipeline, die den Berlin-Brandenburger Raum versorgen soll. Das heißt also, wir würden uns als Rheinenergie mit EnBW zusammen, mit Partnern, dann auch in dem Aufbau einer großen Elektrolyseanlage engagieren, tun das auch. Nur mal um eine Dimension zu geben, hier ist vor ein paar Wochen bei Shell in Wesselingen ein Elektrolyseur von 10 MW in Betrieb genommen worden mit viel Tamtam. Das ist trotzdem toll, weil man muss irgendwo mal anfangen, und dann sind es vielleicht die kleinen Anlagen und dann muss man zubauen. Wir reden ab 2026, 2027 in der Planung da in Rostock mit 300 MW Start und einem Gigawatt bis 2030 Ausbaupotenzial. Also das ist eine Anlage, die ist nicht nur für Rheinenergie gut, die ist für ganz Deutschland, ich will nicht übertreiben, aber für größere Teile von Deutschland eine Perspektive, um überhaupt mal in eine eigene Wasserstoff
Wasserstoffproduktion zu kommen und nicht nur auf Importe angewiesen zu sein. Das heißt also, für uns ist damit in dem Standort eine Perspektive. Alleine das Interesse, das zu machen, mag dann die Glaubwürdigkeit der Stilllegungsabsichten auch gerade in dem ja durchaus zu Recht kritischen Kreis hier dann auch nochmal unterstreichen. Auch das ist eine ernst gemeinte Zusage von uns. Frau Giesert, Ausstieg aus den Kohleaktivitäten der Rheinenergie bis 2025, 2026 ist doch relativ ambitioniert. Stellt Sie das zufrieden? Ja, natürlich nicht. Also das ist wie in allen Kohlefragen ist auch hier die Frage, warum so spät? Warum hat man da sich nicht früher drüber Gedanken gemacht? Warum hat die Politik nicht früher Anreize geschafft, da auszusteigen und auch in andere Bereiche investiert, dass man nicht sagen muss, okay, wir steigen aus, aber auf Erdgas um. Wir haben es gerade auch gehört, 2030 allerspätestens für den Block in Rostock. Und damit ist man 8 Jahre früher als der generelle Kohleausstieg. Und wenn man da jetzt mal ein bisschen weiter guckt und über die Kohlepolitik auf Bundesebene redet, warum zahlen wir so viel Geld, damit ein Sektor, der sowieso schon fast nur aus Steuergeld finanziert wird, nicht mehr weiter agiert? Warum dauert das so lang? Warum geben wir dafür so viel Geld aus? Und warum wird dort aktiv, jetzt hier in Köln für uns gesprochen, im rheinischen Braunkohlerevier, vor unseren Augen die Zukunft von uns und auch schon das momentane Leben von Deutschland, von der ganzen Welt zerstört? Warum müssen wir als Industrieland uns dahinstellen und sagen, wir finden es okay, dass wir noch momentan noch 17 Jahre weiter den kompletten Planet kaputt machen? Und es ist ja nicht nur so, als würden wir jetzt sagen, okay, hier, hi, ich bin von Fridays for Future und es geht um meine Zukunft. Nein, es geht um die Zukunft, die bereits in der Vergangenheit liegt, von Tausenden von Menschen, die im globalen Süden leben und denen wir als Industrieland, das seinen industriellen Wandel mit Kohle bestritten hat, denen wir die Zukunft bzw. inzwischen schon die Vergangenheit gestohlen haben. Und da geht es nicht nur darum, ob es Extremwetterereignisse gibt, es geht auch um maximale Ausbeutung an Rohstoffen, es geht um Diskriminierung jeglicher Art und einfach um Lebensentzug. Was wir hier machen, das ist keine Diskussion darum, stellen wir ein Kohlekraftwerk an oder ab. Es ist eine Frage, wie lange wollen wir leben und wie wollen wir leben. Und ja, dann können wir jetzt im Herbst auch mal schön vor unsere Haustür schauen, nach Lützerath und gucken, wollen wir wirklich die nächsten 5 Dörfer abbaggern und aktiv sagen, wir zerstören hier Leben und wir zerstören im globalen Süden Leben und wir finden es okay und wir bejubeln eine Politik, bei der es keine einzige Partei hinbekommt, ein Parteiprogramm aufzustellen, das irgendwie die Pariser Klimaabkommen und das 1,5-Grad-Ziel durchsetzen kann. Auch wenn das jetzt fast schon ein Schlussstatement war, möchte ich dazu dann doch noch Jörg vom Stein die Gelegenheit geben. Wir müssen die Diskussion jetzt hier leider abbrechen, weil es gibt einzelne Teilnehmer auf dem Podium, die dringend weg müssen, dringend weg wollen. Wir haben die Zeit schon überzogen um 24 Minuten und bitte einfach um Verständnis dafür, dass wir jetzt zum Schluss kommen. Bitte. Also ich kann mich auch ganz kurz fassen. Für mich hat das Podium jetzt noch nicht den großen Wurf gebracht. Also wir haben 2013 100.000 Mitarbeiter verloren im Solarbereich. Das sind Menschen, die fehlen uns heute. Wir haben einen unglaublichen Drive gehabt in dem Solarbereich, der fehlt uns heute. Und mir ist nicht ganz klar geworden, wie wir den wieder aufnehmen können. Das fehlt mir jetzt und zwar bei allen Parteien. Ansonsten, und damit möchte ich auch enden, warum nicht früher? Das war ein Satz von dir gerade und ja, ich bin seit 30 Jahren dabei und wir haben seit 30 Jahren, seit 40 Jahren wissen wir, worum es geht. Und überraschenderweise, auch viele, die sich sehr stark damit auseinandergesetzt haben, haben gedacht, okay, ja, wir werden einen Klimawandel haben und der wird jetzt uns in 30, 40 Jahren so massiv treffen. Und dieses Jahr hat eigentlich gezeigt, es trifft uns. Ich sehe das sogar als einen Teil der Klimagerechtigkeit, dass es die jetzige Generation, die Verursachergeneration trifft.
Und damit möchte ich es auch stehen lassen. Also warum haben wir nicht früher gehandelt? Ja, Herr Döschner, aber nur ein Satz. Ein Satz, bitte sehr. Genau, einfach weil es bei dem Kohleausstieg schon eine Alternative gibt. Ne? Und um die geht es bei dieser Bundestagswahl. Deswegen finde ich, kann man das nicht so stehen lassen, dass wir 2038 einfach so akzeptieren müssen. Es wird bei dieser Bundestagswahl darum gehen, ob wir den Kohleausstieg auf das Jahr 2030 vorziehen oder nicht. Es gibt Parteien, die treten bei der Bundestagswahl an, die sagen, das muss dringend passieren. Es gibt andere Parteien, die das nicht tun, CDU und SPD. Und deswegen finde ich, muss man das einmal noch mal klar sagen, wir haben hier eine Alternative. Aber nicht nur von den Grünen. Ich habe ja auch gesagt, es gibt okay. mehr als eine. Wir sind mittendrin im Wahlkampf. In noch eine Woche, dann wissen wir, wie es ausgegangen ist. Ich danke allen, die hier oben am Podium teilgenommen haben. Herzlichen Dank für die Geduld, für das Engagement. Ich danke allen, die im Publikum teilgenommen haben an der Diskussion und auch für ihre Geduld und fürs Zuhören. Und das letzte Wort hat, müsste ich hier nochmal nachlesen, Ute Bleih für... Ja. Klimawende für die Köln. Klimawende, genau. Also auch nochmal ganz herzlichen Dank an alle auf dem Podium für Ihre Moderation. Das war toll, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ganz herzlichen Dank an alle, die hier sind, auch für die schönen und vielfältigen Beiträge. Und auch vielen Dank allen, die zu Hause den Livestream verfolgt haben. Ich möchte noch kurz sagen, wie es jetzt mit dem Eckpunktepapier weitergeht. Die Verwaltung der Stadt Köln, die erarbeitet eine Beschlussvorlage, die wir auch begleiten und die wird Anfang November an die entsprechenden Ausschüsse und auch im Stadtrat, in den Stadtrat gehen und es soll bis Ende des Jahres darüber, also ein Beschluss gefasst werden dazu. Und das wird die Klimawende auch kritisch begleiten, diesen Prozess. Und dann noch einen ganz dringlichen Appell an die von Ihnen, die gewählt werden und im nächsten Bundestag sitzen. Fangen Sie ganz schnell an. Ganz schnell. Danke.